Ministeriums für Gesundheit. Ich bitte Sie entsprechend zügig, die Plätze zu tauschen und die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker die entsprechenden Plätze einzunehmen. Nehmen Sie Platz. Und ich eröffne hiermit die Debatte. Und das Wort hat für die Bundesregierung der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bundeshaushalt für Gesundheit ist der am stärksten schrumpfende Gesundheitshaushalt, den wir lange gehabt haben, der stärkste Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts insgesamt. Das ist aber nur darauf zurückzuführen, dass die hohen Pandemiekosten jetzt nicht mehr anfallen. Der Haushalt wächst im Vergleich zu der Zeit vor Corona. Somit haben wir keinen insgesamt schrumpfenden Haushalt, sondern einen sich stabilisierenden Haushalt. Wir haben einen Haushalt, der mit dazu beigetragen hat, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern besser durch die Pandemie gekommen ist, mit einer geringeren Sterblichkeit, mit weniger schweren Verläufen. Das ist die Leistung der vielen gewesen, der Pflegerinnen, der Ärztinnen, auch der Apothekerinnen, der medizinischen Fachangestellten, der vielen, die da im Hintergrund geholfen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken. Das war eine großartige gemeinsame Leistung, auf die dieses Land stolz sein kann. Wir sind jetzt wieder zurück bei den Alltagsaufgaben. Und bei den Alltagsaufgaben muss man sagen, was ist der Status derzeit? Leider ist das deutsche Gesundheitssystem, um in der Sprache der Medizin zu bleiben, chronisch krank. Wir haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die höchsten Ausgaben gemessen am Bruttosozialprodukt. Wir haben die höchsten Ausgaben für die Krankenhausversorgung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wir haben sehr hohe Ausgaben in allen Bereichen. Wir haben aber leider keine gute Ergebnisqualität. Die Lebenserwartung hat sich in Deutschland nicht so gut entwickelt, als dass wir eine Lebenserwartung hätten wie beispielsweise Frankreich, Italien, Spanien, Portugal oder Schweden oder Finnland oder Norwegen. Wir haben mittlerweile so große Defizite in der Lebenserwartung, dass darüber international geschrieben wird. Wir haben auch sehr große Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Reich und Arm. Wenn man das unterste Fünftel mit dem obersten Fünftel vergleicht, ist bei Männern die Lebenserwartung im untersten Fünftel 10 Jahre kürzer. Somit haben wir von der Ergebnisqualität ein erhebliches Problem. Ein Problem, über welches jetzt auch international viel geschrieben wird. Woran liegt das? Haben wir schlechtere Ärzte? Haben wir schlechtere Pflegekräfte? Sind die Leute nicht motiviert? Ganz im Gegenteil. Wir haben erstklassige Forschung, wir haben erstklassige Ärztinnen, wir haben hochmotivierte Pflegekräfte. Aber wir haben einen Reformstau. Wir haben einen Reformstau seit mehr als 10 Jahren. Jetzt kann man sagen, es sind doch ständig Reformen gemacht worden. Wie oft sind die Reformen vorgetragen worden? Es waren im Großen und Ganzen, muss man ehrlicherweise sagen, Bagatellreformen. Reformen mit einer großen Überschrift, aber kleiner Wirkung. Daher sind wir zurückgefahren. Und wir fahren weiter zurück. Und ich will ein paar Beispiele bringen. Wir haben im Krankenhaussektor die Situation, wir haben sehr viel Bürokratie, wir haben geringe Qualität im Vergleich zu internationalen Benchmarks, insbesondere in der Spitzenversorgung, Krebsversorgung zum Beispiel. Und wir haben darüber hinaus auch ein durch und durch ökonomisiertes System. Die Ökonomie bestimmt das System.
Daher brauchen wir schon seit 10 Jahren eine große Krankenhausreform. Wir brauchen einen Weg von der Ökonomie zurück zu der eigentlichen Medizin, zurück zu einer evidenzbasierten Medizin. Diese Reform, seit 10 Jahren überfällig, machen wir jetzt gemeinsam. Wir werden die Medizin wieder in den Vordergrund rücken und werden auch die kleinen Krankenhäuser erhalten. Sie würden ohne diese Reform sterben. Wir werden das heute immer wieder hören. Die kleinen Krankenhäuser würden von uns vernichtet. Das ist falsch. Wir geben den kleinen Krankenhäusern eine Existenzperspektive. Wir geben den kleinen Krankenhäusern eine Existenzperspektive. Ohne diese Reform würden sie nicht durchkommen. Seit 10 Jahren reden wir über die Digitalisierung. Was ist passiert? Wir haben kein elektronisches Rezept, wir haben keine elektronische Patientenakte, wir haben keine digitalisierte Forschung. Auch das gehen wir jetzt konsequent an. Wir machen 2 große digitale Gesetze. Wir werden die elektronische Patientenakte für die Versorgungsverbesserung haben, für eine bessere Krebsbehandlung. Wir werden die beste Struktur für internationale Gesundheitsforschung mit digitalen Daten, auch mit den Verfahren der künstlichen Intelligenz. Wir kommen spät an den Start. Wir nutzen aber im Prinzip die neuen Erkenntnisse, um unmittelbar in die modernste Strategie aufsetzen zu können. Das werden wir angehen. Die Digitalisierungsreform wird kommen. Seit 10 Jahren wird hier im Haus darüber geklagt, dass wir Lieferengpässe haben. 10 Jahre lang ist gearbeitet worden. Gipfel werden gemacht. Man kommt zusammen, man spricht, man beklagt das große Leid. Es passiert danach nichts. Wir haben seit 10 Jahren Lieferengpässe. Wir müssen die Produktion nach Europa und nach Deutschland zurückholen. Das dafür notwendige Gesetz haben wir gemacht. Jetzt wird beklagt, das Gesetz wirkt noch nicht. Ja, Wunder. Es dauert natürlich 2 Jahre, bis die neuen Fabriken aufgebaut sind. Wir sind es aber angegangen. Diejenigen, die heute beklagen, es wird noch nicht wirken. Und wir werden die kurzfristigen Probleme ebenfalls im Herbst lösen können. Panikmache hilft da nicht weiter. Wir werden die Probleme lösen können. Aber diejenigen, die heute wieder klagen werden, haben 10 Jahre lang auf Gipfeltreffen das Problem festgestellt, haben nie etwas gemacht. Wir lösen das Problem und holen die Produktion nach Deutschland, nach Europa zurück. Wir haben in der Forschung den Anschluss verloren. In Deutschland werden ständig weniger klinische Studien gemacht. Mittlerweile ist die Situation die, wenn in Deutschland, was sehr häufig der Fall ist, eine Grundlagenerrungenschaft durchgesetzt wird, wir haben Top-Forscher, dann ist es so, dass in Deutschland die klinische Studie erst komplett genehmigt ist zu dem Zeitpunkt, wo sie in den Vereinigten Staaten schon durchgeführt wurde. Somit verlieren wir waren immer teuer, wir waren immer gründlich, aber wir sind zu langsam. Wir brauchen daher, und wir werden das bringen, was seit 10 Jahren fehlt, ein Medizinforschungsgesetz, um den Standort für gute Pharmaforschung attraktiver zu machen, sodass die Produkte, die von unseren Grundlagenwissenschaftlern entdeckt werden, dass die auch in Deutschland entwickelt werden und in Deutschland zum Schluss produziert werden können. Wir brauchen hier Wachstumskerne mit einer Wertschöpfung, die gleichzeitig auch die Versorgung besser macht. Dieses seit 10 Jahren notwendige Medizinforschungsgesetz werden wir auf den Weg bringen. Und schließlich, seit 10 Jahren wird darüber debattiert, wie wir es heute wieder hören, die Notfallversorgungsambulanzen sind zu voll. Das sind die falschen Patienten. Die Rettungsdienste fahren die falschen Kliniken an. Das System ist unübersichtlich. Die Leute warten Stunden. Wir brauchen eine Notfallreform, eine Rettungsdienstreform. Seit 10 Jahren höre ich das. Seit 10 Jahren wird es beklagt. Es gibt immer wieder Gipfel, immer wieder Treffen. Wir machen jetzt zum ersten Mal eine konsequente, große Notdienstreform und eine Rettungsdienstreform, sodass wir endlich die Patienten, die ins Krankenhaus müssen, auch in das richtige Krankenhaus bringen, aber diejenigen, die gar nicht ins Krankenhaus müssen, dass die auch ambulant versorgt werden können, sodass die Notdienste nicht verstopft sind von Patienten, die dort überhaupt nicht hingehören. Seit 10 Jahren brauchen wir diese Reform. Und schließlich
Das Wichtigste, ich habe eben am Anfang gesagt, das Wichtigste, was wir lösen müssen, ist das Problem bei der geringen Lebenserwartung, bei der schlechten Entwicklung der Lebenserwartung. Wir brauchen ein neues Institut, ein Institut für öffentliche Gesundheit, ein BIRC. Wir brauchen ein Institut, was nur ein einziges Ziel hat, über bessere Vorsorgemedizin, über bessere Vorbeugung, die großen Lebenserwartungsdefizite, die durch mangelnde Vorbeugung in Deutschland entstehen, diese zu beseitigen. Dieses Institut, auch seit mehr als 10 Jahren dringend notwendig, dieses Institut werden wir in diesem Herbst auf den Weg bringen. Das werden wir als Ampel gemeinsam machen. Ich danke allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. In der Gesundheitspolitik kann ich nur sagen, die Ampel wirkt. Sie wirkt durch Geschlossenheit, und dafür möchte ich ganz herzlich danken. Das Wort hat Sepp Müller für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, seitdem Sie Gesundheitsminister sind, werden die Problemstellen im Gesundheitswesen immer größer. Was wir jetzt brauchen, ist eine Gesundheitswende. Und ich habe sehr aufmerksam Ihrem Redebeitrag gelauscht. Und auffällig ist ja nicht das, was Sie gesagt haben und beschrieben haben, sondern auffällig ist das, über was Sie nicht gesprochen haben. Über was haben Sie nicht gesprochen? Wo bleiben Ihre versprochenen 100 Millionen Euro für Long-Covid-, Post-, WAC- und MECFS-Betroffene? Wir haben 2 Anträge erarbeitet und in den Bundestag eingebracht. Sie haben das angekündigt, es umzusetzen. Und was haben Sie am Ende gemacht? Unsere 2 Anträge abgelehnt. Sie sind der Ankündigungsminister und nichts mehr. Über was haben Sie auch nicht gesprochen, Herr Minister? Über Ihren sogenannten Hitzeplan. Sie werden ja nicht nur jetzt Corona-Minister genannt, sondern Hitzeminister. Anstatt sich über Hitzetote richtigerweise zu beklagen, sind Sie heute auch nicht ein einziges Mal auf die größte Todesursache in Deutschland eingegangen. Das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer 1. Wir haben in den Deutschen Bundestag einen Antrag eingebracht für mehr Prävention durch Sport. Was hat Ihre Ampel gemacht? Sie hat nicht nur den Antrag abgelehnt, im Gegenteil, Sie kürzen um 79% die Präventionsarbeit in Ihrem Haushalt. Sie sind der Minister, der nur ankündigt und nicht liefert. Herr Lauterbach, Sie versagen auf ganzer Strecke. Und interessant ist ja auch, über was der sogenannte Gesundheitsminister nicht gesprochen hat. Sie werden die Droge Cannabis legalisieren. Sie werden und wollen, dass in jedem Kinder- und Jugendzimmer Bubaz jetzt legal ist. Sie machen das, was junge Menschen krank macht, was andere sagen und uns auch zeigen. Und dass die Aufregung hier bei der Ampel so groß ist, kann ich ja nachvollziehen, weil manchmal braucht man anscheinend solche Drogen, um ihre Politik zu ertragen. Aber nicht nur die Politiker hier von der Union, sondern die SPD-Innenminister, die Polizisten, die Kinder- und Jugendpsychologen sagen Ihnen, lassen Sie die Finger davon, stecken Sie mehr in Prävention und hören Sie auf, Cannabis zu legalisieren. Mit uns als Union wird es das nicht geben. Und über was Sie auch nicht gesprochen haben, Herr Minister, Sie loben die Pfleger, Sie loben die Pflegerinnen. Sie sprechen kein Wort über die pflegenden Angehörigen. 4,5 Millionen Menschen in unserem Land sind pflegende Angehörige. Was machen Sie mit Ihrem Reformchen? 45 Euro mehr, das ist lächerlich, Herr Minister, das ist lächerlich, was Sie machen. Im Gegenteil, dieser Bundeshaushalt sieht die Kürzung und die Streichung des Bundeszuschusses in die Pflegeversicherung vor. Sie machen nicht nur sich lächerlich, sondern Sie machen Pflege teurer. Das ist die Ampelpolitik im Gesundheitswesen, Herr Minister. Und ganz interessant und bei aller Ernsthaftigkeit wegen den Todeszahlen, da gebe ich Ihnen recht, insbesondere was das Thema Klinikbetten anbelangt, muss und sollte man eine Krankenhausreform auf den Weg bringen. Das stimmt. Und Ihr Regierungschef hat gestern einen
Pakt angekündigt, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen, die großen Reformen dieses Landes anzugehen. Und ja, da gehört eine Krankenhausreform sicherlich dazu. Aber ich kann für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagen, wer Verträge zulasten Dritter macht, mit dem Krankenhaustransparenzgesetz eine Bürokratie auf Krankenhäuser und Länder überbordet und gleichzeitig unsere Zustimmung im Bundesrat erwartet, der hat den Schuss noch nicht gehört, Herr Minister. Mit uns geht es nur gemeinsam in allen Bereichen oder gar nicht. Seien Sie sich da sicher. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Kollegin Dr. Paula Pichotta. Liebe Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lieber Sepp, ich leiste ja immer, gerade auch in den Reihen meiner Fraktion, viel Aufklärungsarbeit, wenn ich erkläre, dass der Sepp zwar Sepp heißt, aber nicht aus Bayern kommt und nicht von der CSU ist. Aber wenn du jetzt solche Reden hältst, wird halt auch für mich zunehmend schwer, das glaubwürdig in meiner eigenen Fraktion zu erklären. Und ich habe so ein bisschen, wenn ich mir auch die Rednerinnenliste jetzt anschaue, wenn ich sehe, wer hier auf der Länderbank sitzt, obwohl ich es grundsätzlich sehr, sehr gut finde, dass die Länder hier vertreten sind, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass es in dieser Haushaltsrunde jetzt hier im Einzelplan 15 in den nächsten Minuten und auch in den vergangenen Minuten ja schon gesehen nicht so viel um Haushalt gehen wird. Und deswegen gestatten Sie mir, als vielleicht eine der wenigen tatsächlich einmal auf diesen Haushaltsentwurf konkret zu schauen. Der Minister hat gesagt, wir leisten hier mit dem Einzelplan 15 mit den größten Konsolidierungsbeitrag zum Bundeshaushalt. So kann man das formulieren. Aber natürlich wissen wir alle, auch aus der Koalition, das ist kein schöner Haushalt. Das ist kein Haushalt, wo man in Freudenschreie ausbricht, wenn man den hier im Parlament einbringen und vertreten und diskutieren muss. Aber zur Wahrheit gehört auch, wir haben hier in dieser personellen Konstellation eben auch Haushalte in den letzten zwei Jahren beraten, die brutal groß waren für das, was der Einzelplan 15 normalerweise tut, nämlich eigentlich im Wesentlichen nur weniger Aufgaben übernehmen und den gesetzlichen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung regeln. Wir kommen im Jahr 2022 von einem Haushalt mit über 66 Milliarden. Das war auch für uns, das war eine riesengroße, ungewohnte Summe. Wir haben im aktuellen Haushaltsjahr 24,5 Milliarden. Und ja, jetzt geht es noch mal sehr erheblich zurück auf 16,5 Milliarden. Das ist noch deutlich über dem präpandemischen Niveau. Aber ja, zur Wahrheit gehört auch dazu, das ist fast auf dem präpandemischen Niveau. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass aber trotzdem, auch wenn Corona in wesentlichen Teilen vorbei ist, neue Aufgaben hinzugekommen sind und hier um die teuersten zu nennen, die Pandemiebereitschaftsverträge und die zentrale Beschaffung der Impfkosten, der Impfstoffe, dann ist es so, dass tatsächlich dieser Haushalt, obwohl er fast so groß ist wie der vor der Pandemie, erhebliche zusätzliche Aufgaben leisten muss. Und wenn wir eines betrachten müssen, was der Bundesrechnungshof uns richtigerweise aufgeschrieben hat, ist, dass dann die zentralen Kosten für die Beschaffung der Impfstoffe. Und es ist gut, dass wir gemeinsam als Europäer mit den Herstellern verhandelt haben, dass wir weniger abnehmen müssen und dass wir das über die nächsten Jahre strecken. Das bedeutet aber auch, dass die Kosten, die dafür immer noch im dreistelligen Millionenbereich jetzt für zwei Jahre anfallen, auf Haushalte fallen, die deutlich weniger Volumen haben. Und das gehört dazu, die auch einmal zu nennen. 2024 werden wir 346 Millionen dafür aufwenden müssen und im Folgejahr 380 Millionen. Die sind aktuell nicht im Haushalt abgebildet. Da erwarten auch wir als Haushälter kabinettseitig, dass das nachgeholt wird bis zum Ende der Beratung, weil ich muss hier dem Bundesrechnungshof, den ich zitiere, zustimmen. Notwendige Ausgaben für eingegangene Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung sollten eindeutig im Einzelplan abgebildet sein, meine Damen und Herren. Und das bedeutet auch für uns als Parlament, dass wir das mit Nachdruck einfordern werden. Das, was abgebildet ist, sind die zusätzlichen Aufwendungen für die Pandemiebereitschaftsverträge. Der Minister hat darüber gesprochen, auch Sepp Müller hat darüber gesprochen, was ist eigentlich mit der pharmazeutischen Produktion. Die Pandemiebereitschaftsverträge, über die wird viel zu wenig gesprochen. Aber über 2 Milliarden Euro bis 2029 wenden wir ja auf, um mit 5 Herstellern hier in Deutschland Impfstoffproduktionskapazitäten im Land aufzubauen. Und ja, da beginnt jetzt der Hochlauf. Wir hatten im aktuellen Jahr dafür nur 156,4 Millionen aufzuwenden, aber das läuft jetzt hoch und im kommenden Jahr sind das 544,8 Millionen.
Wenn man sieht, dass der Gesamthaushalt nur knapp über 16 Milliarden haben wird und davon 14,5 Milliarden schon gebunden sind für den Zuschuss an die GKV, dann sieht man, was das für eine erhebliche Belastung ist. Und die ist im Kernhaushalt für das Rückholen von Produktion, für den Aufbau von Produktionskapazitäten, auch in Sachsen-Anhalt, lieber Sepp Müller. Der Einzelplan 15 für das nächste Jahr, ich habe es schon gesagt, der enthält jetzt nicht so wahnsinnig viele Freudennachrichten. Die Krankenhausreform und alle anderen Themen, die hier gleich noch sehr emotional nur als Vorwarnung an die Zuschauerinnen und Zuschauer diskutiert werden, die sind da gar nicht mit drin enthalten. Aber was noch drin enthalten ist, weil ja auch das Thema Long-Covid schon angesprochen wurde. Auf der einen Seite sind Forschungsmittel enthalten, wenn auch nicht in der Höhe von 100 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite wird etwas fortgeführt, was wir als Parlament als Erfolg in den letzten Beratungen vor einem Jahr in den Haushalt mit reingeschrieben haben. Nämlich in der aktuellen Situation, wo es für viele Betroffene oder fraglich Betroffene von Long-Covid so schwierig ist, gute von unseriösen Informationen und Beratungsangeboten für Long-Covid zu unterscheiden, beim BMG eine Hotline aufzubauen, die genau diese Beratung und Vermittlung von Patientinnen und Patienten übernehmen kann. Wir hatten 600.000 Euro eingestellt. Aktuell kann es fortgeführt werden, deutlich preiswerter, weil wir festgestellt haben, es braucht nicht ganz so viel Geld dafür. Und ich freue mich, dass an der Stelle mit den 200.000 Euro für diese Beratung hier das Parlament einmal mehr ein sehr, sehr gutes Projekt reinverhandelt hat. Und es wird auch in diesem schwierigen Haushalt wieder der Fall sein. Da freue ich mich vor allen Dingen mit Svenja Stadler und Carsten Klein drauf, den besten Mitberichterstattern, die man in dieser Ampel haben kann. Vielen Dank. Wolfgang Wiele spricht jetzt für die AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Die Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Der Staat muss die Gesundheit seiner Bürger schützen. Aber er darf ihnen nicht mit dem Wort Gesundheit im Munde die Freiheit nehmen. Große Verantwortung für die Gesundheit der Bürger trägt der Staat bei den Krankenhäusern. Eine gute Krankenhausreform wird im besten Fall die Versorgung verbessern und zugleich Geld sparen. Wenn Ihre Reform, Herr Minister, obwohl Sie das bestreiten, wie wir gehört haben, aber für viele Kliniken auf dem Lande das ausbringt, dann bedroht das die Versorgung in Notfällen wie bei Herzinfarkten. Gerade aus der Sicht von Flächenländern, wie auch meiner Heimat Bayern, muss man davor lautstark warnen. Die Corona-Pandemie ist vorbei. Aktuell werden freilich wieder Impfstoffe ausgeliefert. Natürlich, wer will, kann sich impfen lassen. Aber die Bürger müssen auch über die Risiken aufgeklärt werden. Ständig gibt es neue Berichte über Impfschäden. Wo bleibt die offensive Aufklärung durch staatliche Stellen? Auf welcher Seite steht eigentlich die Regierung? Auf der Seite der Bürger oder auf der Seite der Pharmaindustrie? Dass man über die EU viel zu viel Impfstoff eingekauft hat, ist trotz der Nachverhandlungen immer noch eine Riesenlast. Wenn jetzt die aktualisierten Impfstoffe kommen, werden wieder Millionen alte Dosen in den Lagern ablaufen und weggeworfen. Das Herz des Steuerzahlers muss bluten angesichts dieser Verschwendung. Im Zusammenhang mit den Pfizer-Deals von Kommissionspräsidentin von der Leyen wird außerdem vom größten Korruptionsskandal der Geschichte gesprochen. Auf der supranationalen Ebene ist der Lobby-Einfluss besonders groß und intransparent. Das sollte uns zu denken geben. Ganz besonders intransparent ist die Weltgesundheitsorganisation, die WHO. Diese wird aus dem Bundeshaushalt mit Geldern geradezu verwöhnt. Und bei Fragen nach den Vorgängen dort hört man aus der Regierung nur ohrenbetäubendes Schweigen. Das kann und darf nicht so bleiben. Hier braut sich nämlich eine Riesengefahr für Demokratie und Freiheit zusammen. Es darf der WHO nicht gelingen, sich im Namen der Gesundheit umfassende Rechte anzueignen, die die Verfassungen der Mitgliedstaaten aushebeln. Natürlich spreche ich von dem sogenannten Pandemievertrag, der gerade in Verhandlung ist. Die WHO unterliegt keiner Kontrolle, kann aber den Pandemiefall ausrufen und dann in alle beteiligten Staaten hineinregieren.
Grundrechte wie Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit, Berufsfreiheit und Informationsfreiheit könnten aufgehoben werden. Eine Medienzensur droht gegen angebliche Falschinformationen. Und was das sein soll, legt die WHO fest. Die geplanten Vertragswerke öffnen der Willkür Tür und Tor. Demokratie und Freiheit kann nur der Rechtsstaat garantieren, aber keine überstaatliche Organisation, die solche Prinzipien gar nicht kennt. Wer einen solchen Pandemievertrag abschließt, gibt grundlegende Verfassungsrechte auf. Das darf die Bundesregierung niemals tun. Machen Sie die Verhandlungen zum Pandemievertrag endlich transparent. Steigen Sie aus, wenn auch nur ein Grundrecht in Gefahr kommt. Schützen Sie das Grundgesetz. Wenn sich die WHO zu einem übergriffigen Monstrum entwickelt, dann ist es höchste Zeit, alle Zahlungen an Sie zu überprüfen. Hier ist, auch über die Haushaltsberatung hinaus, höchste Wachsamkeit geboten. Der nächste Redner ist Carsten Klein für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Minister ist darauf eingegangen, ja, nominell schrumpft kein Haushalt, kein Einzelplan so stark wie der des BMGs, vor allem auch prozentual. Aber das liegt natürlich daran, dass auch in diesem Haushalt für die Planung 24 wieder Corona-Ausgaben aus dem Haushalt rauswachsen. Und ich glaube, das ist nur konsequent für das Thema Impfstoffversorgung, aber auch für Zuschüsse an die Pflegeversicherung und an die Krankenversicherung. Natürlich sinken auch ein Stück weit die Mittel für die internationale Gesundheit. Aber auch das sind Folgen, weil eben Corona-Maßnahmen auslaufen, Impfstoffkampagnen natürlich jetzt auch eingestellt werden. Trotzdem ist Deutschland nach wie vor stark international engagiert. Darüber, glaube ich, gibt es auch innerhalb des demokratischen Spektrums überhaupt keinen Zweifel, dass wir natürlich international gemeinsam Krankheiten, Pandemien bekämpfen müssen. Und Herr Wehle, ich fand es schon wieder bemerkenswert, das ist ja nicht das erste Mal, die AfD macht es bei allen Haushaltsberatungen im Bereich des BMGs. Ich will Ihnen aber noch mal zurufen, Krankheiten machen an Grenzen keinen Halt. Sie können die Grenzen hochziehen, wie Sie wollen. Die Krankheitserreger kommen trotzdem rein. Deshalb ist es für unsere Bürgerinnen und Bürger von eminenter Bedeutung, dass die Bundesregierung sich international stark engagiert, um Pandemieausbreitungen zu verhindern. Und auch wenn es in Ihrem YouTube-Schnipsel sicher nicht vorkommen wird, möchte ich doch darauf hinweisen, das, was Sie über die Weltgesundheitsorganisation gesagt haben, welche Eingriffsrechte die bei uns in Grundrechten hatten, das ist einfach grundfalsch. Ja, das haben Sie sich ausgedacht. Das ist ein Märchen. Das ist mitnichten so. Über Grundrechte, Einschränkungen entscheidet der Deutsche Bundestag. Nur hier werden diese Entscheidungen getroffen und nirgendwo sonst. Und das soll auch so bleiben. Jetzt geht der Haushalt, wie gesagt, nominell zurück. Aber im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 haben wir natürlich trotzdem noch einen Anstieg. Und die Kollegin Pichotta ist ja schon, Dr. Pichotta ist ja schon mal darauf eingegangen. Wir werden natürlich über die Prioritäten setzen, Herr Minister, intensiv gemeinsam diskutieren im Berichterstatterkreis insgesamt, aber vor allem natürlich auch mit meinen hervorragenden Mitberichterstatterinnen aus der Ampel. Und dann natürlich wird sich am Ende herausstellen, ob die Prioritätensetzung auch so bleibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns alle sehr bewusst über die großen Herausforderungen der sozialen Sicherungssysteme. Die Ausgaben auch in der Krankenversicherung, in der Pflegeversicherung steigen jedes Jahr rabiat an. Die Ausgabe, die Sozialausgabenquote im Bund beträgt im Haushalt 2024 47,9%, Tendenz immer steigend. Und die Gründe sind natürlich demografischer Wandel und vor allem bei der Krankenversicherung technologischer Fortschritt. Aber es kann am Ende nicht sein, dass diese Steigerungen am Ende nur wieder auf Rücken der jungen Generation ausgetragen werden. Das ist mit den Freien Demokraten nicht zu machen. Und deshalb müssen wir natürlich über die Strukturen sprechen. Herr Minister, Sie haben ja auch einige Maßnahmen angesprochen. Da ist natürlich die Kostenstruktur innerhalb der Systeme selbst. Da sind auch die Selbstverwaltungen gefordert. Aber zur Wahrheit gehört dazu, dass wir auch darüber sprechen müssen, wie der jetzige Leistungsumfang in Zukunft finanziert wird. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir
noch mal ausgiebig über die klaren Zuständigkeiten im Gesundheitssystem diskutieren müssen und ob diejenigen, die dort verantwortlich sind, auch dieser Verantwortung gerecht werden. Hier sprechen wir vor allem im Bereich der Krankenhausfinanzierung. Wir diskutieren ja sehr intensiv die Krankenhausreform, und ich begrüße es ausdrücklich, dass ein Vertreter der Länder heute anwesend ist. Denn ich denke, es sind einige Fragen, die heute beantwortet werden können. Zum Beispiel, warum haben es die Länder seit Jahrzehnten unterlassen, ordentliche Strukturreformen vorzunehmen, um die Krankenhäuser auf die heutige Situation vorzubereiten? Warum investieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Länder seit Jahren viel zu wenig Geld in unsere Krankenhäuser? Das ist die originäre Zuständigkeit der Bundesländer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese nicht stattfindenden Investitionen sorgen für großen Druck auch auf den Bundeszuschuss und auf den Bundeshaushalt. Und ich denke, Herr Minister Holitschek, Sie sind ja sicher auch gekommen, um sich dafür zu bedanken, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise zum Beispiel 20 Milliarden Euro Ausgleichszahlungen an die Krankenhäuser ausgegeben hat, persönliche Schutzausrüstung beschafft hat oder Impfstoffe und vieles mehr. Ich denke, das wäre auch in der Corona-Krise gut gewesen, aber besser spät als nie. Aber auch in der jetzigen Krise, Herr Minister, Herr Staatsminister, unterstützt der Bund die Krankenhäuser erheblich mit dem Härtefallfonds im WSF, im Wirtschaftsstabilitätsfonds, mit 6 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Mittel der Bremsen. Und auch Bayern hat ja schon dieses Jahr die Krankenhäuser in Bayern 263 Millionen Euro ausgeschüttet bekommen. Also ich denke, das sind alles gute Nachrichten, die Sie sicher im Wahlkampf in Bayern auch mit Dank mit der Bundesregierung verbinden werden. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die schwierige Lage, in der sich die Krankenhäuser befinden, auch in Bayern, sind eben verursacht worden, weil diese Investitionen unterblieben sind. Allein im Bund seit 2014 laut Deutschen Ärzteblatt 17 Milliarden Euro. Die Beträge sind auch in den letzten Jahrzehnten nicht mehr angestiegen, sondern sogar geschrumpft. 1991 haben die Länder noch 3,6 Milliarden Euro ausgegeben für Krankenhausinvestitionen. 2021 nur noch 3,2 Milliarden Euro. Und da ist die Inflation noch gar nicht gegengerechnet. Das gleiche Bild leider auch in Bayern. 1,9 Milliarden Euro seit 2014 nicht getätigter Investitionsförderung. 1991 haben sie noch 664 Millionen Euro für die Krankenhausfinanzierung eingeplant. Aktuell nur 643. Sie haben ja jetzt, weil Wahlkampf ist, ein großes Programm angekündigt. Besonders glaubwürdig ist das allerdings leider nicht. Und da möchte ich am Ende auch noch auf eines hinweisen. Aus Sicht eines bayerischen Steuerzahlers und Kommunalpolitiker muss man immer noch sehen, dass bei der Krankenhausfinanzierung in Bayern zum Hälfte die Kommunen den Beitrag leisten müssen. Und die sind sowieso schon in schwieriger Lage. Deshalb wäre es, glaube ich, gut, wenn Sie heute eine klare Aussage machen würden, dass auch der Freistaat Bayern sich, die CSU-geführte Staatsregierung, konstruktiv an der Krankenhausreform beteiligt in Zukunft. Denn das brauchen die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Gesine Lötsch hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach Ihrer Rede, Herr Lauterbach, hätte man ja denken müssen, Sie sind neu in der Politik. Die Wahrheit ist aber, die SPD ist seit 1998 mit einer Unterbrechung von 4 Jahren in der Regierung, also für alles mitverantwortlich. Aber das ist ja schon die ganze Woche so. Die SPD tut so, als hätte sie in den vergangenen Jahren keine Verantwortung getragen. Und das stimmt definitiv nicht, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung will reihenweise kommunale Krankenhäuser schließen. Sie nennen es Reform. Ich nenne es gezielte Zerstörung unseres öffentlichen Gesundheitssystems. Und dieser Wahnsinn muss gestoppt werden, meine Damen und Herren. Wir wollen eine solidarische Bürgerversicherung. Kleine Erinnerung, das stand auch in den Wahlprogrammen von SPD und Grünen. Fangen Sie doch wenigstens mit dem ersten Schritt an. Erhöhen Sie die Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Rentenversicherung. Dann hätten wir das gleiche Niveau und wir hätten 18 Milliarden mehr Euro in den Kassen. Das wäre ein gerechter und solidarischer Schritt, meine Damen und Herren. Unser Gesundheitssystem befindet sich in einem dauerhaften Notbetrieb. Die Corona-Krise steckt dem Gesundheitspersonal in den Knochen. Die Krankenhäuser sind dauerhaft unterfinanziert. Doch die Bundesregierung sagt, erst die Schuldenbremse, dann die Gesundheit. Und das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Der Bundeszuschuss an die gesetzliche Krankenversicherung soll 2024 auf dem Niveau von 2023 eingefroren werden.
Angesichts der hohen Inflation bedeutet das real weniger Geld. Das wird zu steigenden Beitragssätzen in der gesetzlichen Krankenversicherung führen. Das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Herr Lauterbach, Sie konnten sich gegen Herrn Lindner, den heimlichen Kanzler, nicht durchsetzen. Und nun wollen Sie die Kosten der Krankenhausreform den Krankenkassen aufbürden. Das ist der falsche Weg. Meine Damen und Herren, was aber Herr Lauterbach stattdessen tut, er zerstört das öffentliche Gesundheitswesen, indem er Geschäftemachern, üblen Geschäftemachern Tür und Tor öffnet. Die früheren Polikliniken, die jetzt MVZ heißen, werden massenhaft von Investoren übernommen. Allein in 2022 wurden 174 Praxen nach Aussage der Bundesregierung an Finanzinvestoren verkauft. Da geht Rendite vor Gesundheit. Das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Diese Gier erleben viele alte Menschen, auch in den Pflegeheimen. Die Kostenexplosion muss endlich gestoppt werden. Wir wollen, dass die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung wird. Denn ich sage Ihnen, wer sein Leben lang gearbeitet hat, darf im hohen Alter nicht zum Sozialfall werden. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Herzlichen Dank. Svenja Stadler ist jetzt die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen und vor den Bildschirmen, in einer so angespannten finanziellen Lage, in diesen Zeiten, die wir hier vor uns haben, ist es nicht einfach, einen Haushaltsentwurf aufzustellen. Und das gilt eben auch für das Gesundheitsministerium. Und deswegen möchte ich mich als erstes bei dem Herrn Minister Karl Lauterbach und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken für diesen soliden Entwurf, den wir vor uns liegen haben. Es war sicher keine leichte Aufgabe, denn die Presse war jetzt nicht Lobeshymnen überragend. Von daher herzlichen Dank und für diese Arbeit. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber immer wieder hört man, wir brauchen Reformen im Gesundheitssystem, waren gerade auch schon wieder, oder auch im Pflegesystem, weil es ist zu bürokratisch, wir haben Doppelstrukturen, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Ja, wir brauchen Strukturen, wir brauchen auch Reformen. Und jetzt haben wir einen Minister, Karl Lauterbach, der macht sich auf den Weg, um das Gesundheitssystem zu reformieren. Und zwar denkt er, er sagt, wir müssen vom Menschen her das System denken. Was braucht der Mensch, damit er lange genug gesund bleibt? Ja, das ist es doch. Und aus diesem Grunde bauen wir wirtschaftliche Anreize ab. Und wir fördern Beratungs- und auch Aufklärungssysteme. Und wir investieren massiv auch in die Digitalisierung. Und wissen Sie, was so witzig ist oder was total merkwürdig ist? Statt dass jeder die Tür weiter aufmacht, weil ja jeder will Reformen, werden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Und es wird immer gesagt, warum das nicht machbar ist. Es wird immer wieder Gegenargumente gefunden. Ja, ja, so ist das, wenn man Reformen will, aber nicht an seinem eigenen Ast schneiden will. Habe ich verstanden. Und dann ist es so, Strukturwandel heißt, brauchen wir mehr Geld, viel mehr Geld. Ich behaupte, Strukturwandel ist auch möglich in diesen Zeiten, wenn wir uns auf das Wesentliche besinnen. Wenn uns das gelingt, dann ist es möglich, aus dem, was man hat, das Bestmögliche herauszuholen. Das geht eben nur gemeinsam. Das geht mit Bund, Ländern und Kommunen. Wenn eben jeder sich auf das Wesentliche konzentriert, auf seine Aufgaben, dann gelingt uns auch dieser Strukturwandel. Und es wird jetzt auch keinen überraschen, ich liebe diese Koalition. Ich habe richtig Bock auf diese Koalition. Und warum? Weil sie Lust hat, was zu verändern, weil sie investiert, weil sie die Probleme mit vielen Lösungen angeht und sich in den Sturm stellt. Und da schließe ich an Frau Pichotta und auch an Herrn Klein an. Die Zusammenarbeit mit meinen Koalitionären ist einfach großartig, weil sie ist effektiv, sie ist definitiv zielorientiert und immer mit dem Blick auf das Wesentliche. Wir haben auch Spaß dabei, gar keine Frage. Aber wir haben Lust, was zu verändern und wir brauchen Begeisterung, um etwas zu verändern, weil es geht ums Ganze. Es geht nicht um ein wenig, sondern es geht um das große Ganze und wir brauchen diesen Wandel. Aber
wenn man immer diese perfekte Lösung sucht für dieses eine Problem oder wenn man immer diesen einen Schlüssel sucht für das Wunderland, wenn sich die Tür öffnet, dann sage ich, sind Sie doch in den alten Denkmustern verhaftet. Sie haben es überhaupt nicht begriffen, dass wir vor Herausforderungen stehen, nicht mit dieser einen Lösung. Und dann müssen wir auf Führung umdenken. Wir brauchen das Umdenken in der Führung. Führung heißt, voranzugehen. Führung heißt, Menschen für eine Idee zu begeistern. Führung. Und genau das ist es. Und dann ist es so, wenn man Menschen begeistert, dann regt man sie auch an, nachzudenken. Und dann verändert sich auch eine Haltung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es uns gelingt, ein Gesundheitssystem zu schaffen, das Entlastungen herbeiführt, nämlich in der Bürokratie oder in den Doppelstrukturen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es uns gleichzeitig gelingt, ein System zu schaffen und zu investieren, das zielorientiert und eben auch effizient arbeitet. Und dafür brauchen wir klare Strukturen. Strukturen, die gleichzeitig helfen, nicht in alte Denkmuster zu verfallen, weil es ist ja so einfach, wenn alles bleibt, wie es ist und wir nur hier ein bisschen schrauben und da. Wir brauchen neue und klare Strukturen. Wir brauchen eine Klarheit, und die gelingt nur durch Reduktion und Bündelung mit dem Blick auf das Wesentliche. So ist es doch. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass die Krankenhausreform, die wir auf den Weg gebracht haben, ein guter Ansatz ist. Und ich bin davon überzeugt, dass die elektronische Patientenakte eine sinnvolle Ergänzung ist. Und jetzt müssen wir einfach noch viel bessere Herausforderungen bzw. Klarheiten schaffen, um die Forschung voranzubringen. Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die ist es doch toll, wenn man auf Patientendaten zurückgreifen kann und nicht eigene Datenlagen erschaffen kann, muss. Und für jeden Patienten oder jede Patientin, die eine elektronische Patientenakte hat, kann doch aktiv am Gesundheitsprozess teilnehmen und dazu beitragen, dass nicht doppelte Besuche beim Arzt notwendig sind, ganz zu schweigen vom Papier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das alles kostet Geld, gar keine Frage. Aber das sind Aufgaben, mit denen wir auch Geld einsparen. Und das gelingt uns auch nur dann, wenn wir prozessorientiert denken und zusammenhalten. Dann funktioniert der Strukturwandel. Davon bin ich fest überzeugt. Aber wenn ich Sie jetzt hier so angucke, die CDU lästert die ganze Zeit und ist, weiß ich auch nicht, gereizt und zetert über die Arbeit der Ampel. Es nervt. Und manchmal muss ich auch ein bisschen lachen. Weil auf der anderen Seite, das ist bei Ihnen ja auch so, heute sind Sie ein bisschen ruhiger, das finde ich gut. Und heute ist hier ein bisschen lauter auf der Seite. Aber wissen Sie, das zeigt einfach, Sie bewerten immer nur. Und Sie urteilen. Aber ich frage mich, was sind denn Ihre Lösungen? Was sind denn Ihre Impulse für die Veränderung? Ich habe bisher nichts, mal ein bisschen vielleicht, nichts gehört eigentlich. Und das ist doch die Frage. Wenn man etwas ändern will, muss man den Mut haben, das auch zu tun. Was ist beim Thema Endometriose? Wir durchbrechen alte Denkmuster. Frau Kollegin, möchten Sie die Zwischenfrage? Nein. Wir durchbrechen alte Denkmuster und wir verlassen auch eingeschrittene Pfade. Das ist nicht immer leicht, gar keine Frage. Aber wir finden auch entsprechende Lösungen für die Probleme im Gesundheits- und Pflegesystem. Und wir setzen sie auch um. Und soll ich Ihnen was sagen, warum wir das tun? Weil wir den Mut haben, etwas Neues zuzulassen. Wir haben den Mut, uns in den Sturm zu stellen. Und wissen Sie warum? Weil wir wissen, es geht ums Ganze. Und deswegen freue ich mich auf die Verhandlungen mit meinen Koalitionären. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention gebe ich das Wort der Kollegin Emmy Zöller. Ja, sehr geehrte Frau Kollegin, Sie haben ja jetzt viele Worte aneinandergereiht und haben ja praktisch die Union auch ein Stück weit dafür verantwortlich gemacht, dass praktisch wir eigentlich nur unzufrieden sind von Seiten der Union. Und da wollte ich Sie jetzt einfach fragen, gehen Sie am 20. September zum bundesweiten Protesttag der Krankenhäuser? Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat dazu entsprechend aufgerufen. Und dort werden verschiedene Pflegerinnen, Pflegekräfte, Ärzte auch vor Ort sein. Zuhören bitte. Und da...
Und da wäre einfach die Frage von meiner Seite, was sagen Sie denen dort, die wirklich Sorge haben, dass sie eben die Arbeitsplätze tatsächlich in die Ballungsräume sich verlagern, dass die Häuser in die Insolvenz gehen, weil es keine Vorschaltegesetz gibt, das wir dringend von Ihnen fordern, weil die Arbeitsbelastungen so hoch sind. Also was sagen Sie denen Menschen, die tatsächlich tagtäglich diese Arbeit tun? Weil das, was Sie jetzt heute formuliert haben, das wird nicht ausreichen am bundesweiten Protesttag. Und es ist nicht die Union, sondern das sind auch Ihre Wähler, die dort demonstrieren. Frau Kollegin, möchten Sie antworten? Bitte schön. Frau Zöllner, vielen Dank für Ihre Frage. Wissen Sie, wir demonstrieren nicht, wir machen. Und wenn Sie sich den Schuh anziehen, dann ist es Ihre Schuld. Sie können ja mitgestalten, Sie können ja mitmachen, gar keine Frage. Und wissen Sie, wir versuchen nicht nur zu demonstrieren, wir gestalten und wir reden mit den Akteuren vor Ort, um sie davon zu überzeugen, dass die Idee vom Menschen, das System zu denken, das Richtige ist, nämlich lange gesund bleiben. Friedrich Monschardt ist jetzt der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Staatsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen, meine Herren. Gesundheit ist wichtig. Wie wichtig, das haben die meisten erst verstanden, als uns die Pandemie 3 lange Jahre im Griff hatte. Nun scheint es aber so, meine Damen und Herren von der Regierungsbank, dass Sie dies wieder vergessen haben. Oder wie rechtfertigen Sie, dass dem Ministerium ca. 8,3 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr zugewiesen werden? Meine Damen und Herren, wir begrüßen grundsätzlich Sparansätze des Haushalts. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Pandemie erfolgreich bekämpft wurde. Aber Sie übertreiben mit Ihren Sparmaßnahmen, mit der Folge, dass Reformen und Planungen nicht begonnen werden. Wir schlittern sehenden Auges in die nächste Krise. Gesundheit ist nicht nur die Bekämpfung von Corona. Meine Damen und Herren, ich habe an dieser Stelle wiederholt angesprochen, dass die Regierung uns erklärt hat, umfassende Präventionsmaßnahmen ergreifen zu wollen. Aber warum werden dann jetzt in der Prävention Gelder gestrichen? Herr Minister, das ist mehr als kurzsichtig. Gerade auch im Hinblick auf die von Ihnen angesprochene Entwicklung bei der Lebenserwartung. Nur mit Prävention und Aufklärung können wir Krebserkrankungen, Bluthochdruck, den Volkserkrankungen Diabetes mellitus und Adipositas schon vor ihrer Entstehung entgegentreten. Meine Damen und Herren, in Deutschland sind 53% der Frauen, 67% der Männer übergewichtig. Selbst bei unseren Kindern sind es mittlerweile über 16%. Hierzu kommen die 12 Millionen Diabetiker im Land, Tendenz steigend. Gesundheitspolitik hat die Aufgabe, der Bevölkerung, vor allem auch den Kindern und Jugendlichen, noch vor der Entstehung von Krankheiten Präventionsangebote zu unterbreiten. Herr Minister, warum wird die nationale Diabetesstrategie in diesem Haushalt zum wiederholten Male nicht unterlegt? Damit droht auch hier ein nicht zu verantwortender Stillstand. Die Union würde sich nachhaltiger für Prävention einsetzen. Das heißt zum Beispiel mehr Sportstunden in Schule motivieren, das Schulfach Ernährung nachhaltig implementieren, den Kahlschlag der diabetologischen Stationen in Krankenhäusern stoppen. Nur wenn wir gute Präventionsangebote in der Jugend schaffen, helfen wir den Betroffenen und sparen erhebliche Kosten der GKV im Erwachsenenalter. Meine Damen und Herren, das sollte doch unser aller Ziel sein. Ein weiteres Beispiel der mangelnden Prävention ist die Parodontosebehandlung. Bei der Volkserkrankung Parodontitis handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung des Zahnhalteapparats, der die Kieferknochen mit den Zähnen verbindet. Doch die Parodontitis ist nicht nur die Hauptursache für den Verlust von Zähnen bei Erwachsenen. Nach internationalen Forschungsergebnissen, und bekanntlich, Herr Minister, sind Ihnen diese besonders wichtig, steht sie in Verbindung mit schwerwiegenden Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen chronischen Leiden. Allein in Deutschland sind aktuell 30 Millionen Patientinnen und Patienten von dieser Vorkrankheit betroffen.
Diese wichtige Behandlung soll nun ebenfalls aus der GKV rausfallen. Auch hier ein Sparen an der falschen Stelle. Meine Damen und Herren, gern gebe ich Ihnen ein Beispiel, wo tatsächlich gespart werden könnte. Bürokratieabbau, Bürokratiereduzierung sind hier die Stichworte. Die MDR ist hier nach wie vor ein großes Thema. Auch nach der erfolgreich erkämpften Fristverlängerung müssen wir nach wie vor 30.000 Produkte neu bewerten lassen. Das müssen wir angehen. An diesem unnötigen Prozedere könnte wirklich gespart werden, und gleichzeitig könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt werden. Meine Damen und Herren von der Koalition, wir teilen Ihre Auffassung, dass Geld sinnvoll ausgegeben werden sollte. Aber Sie setzen die falschen Akzente, Sie sparen an den falschen Stellen. Ihren Haushalt lehnen wir ab. Herzlichen Dank. Linda Heidmann ist jetzt die nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der verschiedenen Fraktionen, wir hatten in der sitzungsfreien Zeit ja alle eine gute Lektüre mit den verschiedenen Einzelplänen und den Zahlen darin. Und ich habe die Zeit tatsächlich genutzt, um noch eine weitere Lektüre mit vielen Zahlen, Daten und Fakten zu lesen und möchte heute ein bisschen darüber reden, was die eine Lektüre auch mit der anderen zu tun hat. Die Lektüre, die ich nämlich in der Sommerpause gelesen habe, ist das Jahrbuch Sucht 2023. Von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, eine Institution, deren institutionelle Förderung wir in diesem Haushalt auch dringend sichern müssen. Denn die Erstellung so eines Jahrbuches ist wichtig. Es ist eine wichtige Pflichtlektüre für eine wirklich evidenzbasierte Drogen- und Suchtpolitik. Und dieses Jahrbuch, das verrät leider Erschreckendes. Es verrät, dass wir Deutschen im Schnitt im letzten Jahr über 10 Liter Reinalkohol im Durchschnitt konsumiert haben. Über 10 Liter Reinalkohol, das heißt über 90 Liter Bier, über 20 Liter Wein, über 5 Liter Spirituosen und über 3 Liter Schaumwein im Schnitt pro Person aller Deutschen ab 15 Jahren. Das heißt de facto auch, dass in diesem Land über 3 Millionen Menschen ein gesundheitsschädliches Konsumverhalten von Alkohol an den Tag legen und ca. 1,6 Millionen Menschen auch davon abhängig sind. Und auch die Zahlen zu Tabak und Glücksspiel in diesem Buch sind leider erschreckend. Über 11 Millionen Menschen in unserem Land rauchen regelmäßig. Und die Umsätze auf dem legalen Glücksspielmarkt, die stiegen im letzten Jahr um 14,6% auf über 53 Milliarden Euro. Was hat das alles mit unseren Haushaltsberatungen zu tun? Ich finde ziemlich viel. Denn dieses Konsumverhalten, das führte für uns als Staat auch zu 14 Milliarden Einnahmen über die Tabaksteuer, 3 Milliarden Euro über die Alkoholsteuer und wir haben 700 Millionen Umsatzsteuer auch allein über Glücksspielautomaten an Umsätzen in diesen Haushalt bekommen. Frau Kollegin, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der Union. Möchten Sie das zulassen? Nein, danke. Als Gesundheitspolitikerin muss ich sagen, ich würde auf den Großteil dieses Geldes eigentlich gern verzichten, wenn wir dann auch nämlich die kaum bezifferbaren Folgekosten im Gesundheitssystem nicht hätten, die sich aus diesem Konsumverhalten ergeben. Und ich war kurz vor der Sommerpause auf einer Veranstaltung des Bundesdrogenbeauftragten. Da saßen verschiedene Unternehmen aus der Alkoholbranche auch auf dem Podium. Die Alkoholbranche hat rund 580 Milliarden in Werbung im letzten Jahr investiert. Rund 230 Millionen in Werbung hat sogar auch die Tabakindustrie in Deutschland investiert, obwohl die Werbung hier schon weitgehend eingeschränkt ist in Deutschland. Und die Vertreterinnen und Vertreter auf diesem Podium konnten gar nicht verstehen, dass wir über Werbeeinschränkungen für Alkohol diskutieren, weil sie sagten, ihre Werbung hätte doch eigentlich überhaupt keine Auswirkungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das zu behaupten, wenn man so viel Geld für Werbung ausgibt für Alkohol, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Frau Kollegin, haben Sie Ihre Meinung geändert, was die Zwischenfragemöglichkeit angeht? Nein.
Nein, habe ich nicht. Ich bin hier im Redefluss und möchte Sie ungern unterbrechen. Und ich möchte noch einmal sagen, was mir für diesen Haushalt wichtig ist. Wir müssen bei der Prävention tatsächlich mindestens den Status quo bei den Ausgaben halten. Was aber noch viel wichtiger ist, Prävention kostet nicht zwingend Geld. Denn wir haben es bei Tabak beobachtet, wenn man Werbung beispielsweise einschränkt, dann wirkt sich das unmittelbar auf das Konsumverhalten aus. Deshalb lassen Sie uns hier auch bei Alkohol ansetzen. Lassen Sie uns gucken, wie kann man Werbung in Deutschland für Alkohol wirklich sinnvoll regulieren. Dann sparen nämlich wir Gesundheitskosten in Zukunft und auch die Alkoholindustrie spart sich die hohen Ausgaben für ihre Werbekosten in diesem Bereich. Das ist also eine Win-Win-Situation, packen wir es an. Martin Sichert spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, die Gesundheitsversorgung wird immer teurer. Trotzdem sinkt die Qualität im Gesundheitswesen und die Deutschen sind krank wie nie. Die Zahl der Krankschreibungen ist im ersten Halbjahr diesen Jahres geradezu explodiert um 61% auf den höchsten Wert, der je gemessen wurde. Seit über einem Jahr gibt es eine deutliche Übersterblichkeit. Die psychischen Erkrankungen sind ebenfalls massiv angestiegen um 30% allein bei Kindern und Jugendlichen. In der freien Wirtschaft wäre jeder Manager mit solch einer katastrophalen Leistungsbilanz längst entlassen worden. Doch die Ampel hält weiter eisern am Krankheitsminister Lauterbach fest. Woher kommt die katastrophale Zunahme an Erkrankungen und Todesfällen? Die Antwort darauf ist so banal wie erschreckend. Diese Bundesregierung macht die Menschen krank. Jeder weiß, Angst, Stress und Sorgen machen krank. Doch Krankheitsminister Lauterbach verbreitet systematisch Panik. Erst war es Corona, dann versuchte er es mit Affenpocken, was glücklicherweise scheiterte. Dann wollte er den Menschen Angst vor Hitze machen. Die Hitzepanik verfing im verregneten Sommer nicht, darum versucht er nun, den Menschen wieder Angst vor Corona zu machen. Als Vorreiter dafür dient ausgerechnet der Bruder des Bundeskanzlers, dessen Uniklinik in Kiel als erste Maskenpflicht verhängte. Lauterbach behauptet, Kritik an seinen überzogenen Corona-Maßnahmen würde Menschenleben kosten. In Wahrheit ist es genau andersherum. Lauterbachs ständige Panikmache kostet Menschenleben, aber das stört in der Regierung offensichtlich niemanden. Ganz im Gegenteil, die gesamte Gesetzgebung der Regierung ist dazu ausgelegt, die Menschen immer weiter in Ängste, Sorgen und Nöte zu treiben, um sie leichter lenken zu können. In einem seriösen Gesundheitshaushalt müssten die gesundheitlichen Folgen der geplanten Vorhaben der Bundesregierung zu finden sein. Doch das ist leider nicht der Fall. Ich möchte beispielhaft drei Vorhaben aufzeigen, die die Menschen krank machen und deren Folgen im Gesundheitshaushalt berücksichtigt werden müssen. Da ist das Heizgesetz, das morgen verabschiedet werden soll. Die Folgen dieses Gesetzes sind fatal. Der Wert von Immobilien sinkt massiv. Auf Hauseigentümer kommen Kosten von 10.000, bei älteren Immobilien gar Hunderttausenden Euro zu. Durch die zunehmende Wohnungsknappheit infolge dieses Gesetzes und durch die immensen Kosten für Eigentümer werden die Mieten deutlich ansteigen. Menschen verbringen schlaflose Nächte und verfallen in Depressionen aus Verzweiflung, weil sie nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen. Dieses Heizgesetz belastet aber Millionen und wird zu einer deutlichen Zunahme psychischer Erkrankungen führen. Auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz machen Sie Menschen krank. Frauenbadetage, Frauensauna, Frauenduschen, Frauentoiletten, Frauenhäuser, Frauengefängnisse. All diese Errungenschaften werden obsolet, denn jeder Perverse kann da künftig einfach so reinspazieren und vor den Frauen mit seinem Ding wedeln. Und wenn die Frauen sich dann beschweren, dann wird nicht wie bisher der Perverse aus dem Frauenklo geworfen und bestraft. Nein, das werden die Frauen bestraft, die sich beschweren, weil sie angeblich den Mann diskriminieren, indem sie nur sagen, dass er ist, was er ist, nämlich ein Mann. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, so wie es geplant ist, ist nichts anderes als ein Freifahrtschein für Perverse. Und das halte ich nicht nur als Sohn einer Mutter, als Mann einer Ehefrau und als Vater von Töchtern für gefährlich. Auch als Bundestagsabgeordneter halte ich es für völlig unverantwortlich, 42 Millionen Frauen die Schutzbereiche zu nehmen und sie der Willkür von Perversen überall auszusetzen.
Mit diesem zutiefst frauenfeindlichen Gesetz zerstören Sie die Errungenschaften von knapp 200 Jahren der Frauenbewegung. Wenn dieses Gesetz so kommt, wie von Ihnen geplant, dann werden viele Frauen psychisch krank werden, denn sie haben dann keine Rückzugsorte mehr. Sie müssen künftig auf jeder Frauentoilette damit rechnen, dass ein Perverser auf sie lauert, denen der Staat sie schutzlos ausliefert. Ein weiteres Projekt, mit dem Sie die Menschen belasten, ist die Erhöhung des Bürgergelds. Sie zerstören damit das Lohnabstandsgebot. Mehr als die Hälfte der Bürger ist inzwischen der Meinung, dass die Arbeit sich nicht mehr lohnt. Viele, die arbeiten gehen, müssen sich inzwischen rechtfertigen, warum sie den ganzen Tag arbeiten, aber weniger haben als die Nachbarn, die vom Bürgergeld leben. Das sorgt für Streit in den Familien und dafür, dass viele ihre Arbeit nicht mehr wertgeschätzt sehen. Der durchschnittliche Rentner in Deutschland ist inzwischen besser dran, wenn er ausreist, seine Papiere wegwirft und dann als angeblicher Ukrainer wieder einreist, um Bürgergeld zu beziehen. Das ist doch eine völlig perverse Politik. Das Lebenswerk von Millionen Menschen wird durch die Erhöhung des Bürgergelds mit Füßen getreten, und die Frustration der arbeitenden Leistungsträger ist entsprechend hoch. Indem Sie Fleißige bestrafen, schaffen Sie unerträgliche Ungerechtigkeiten, die viele Menschen verzweifeln lassen und krank machen. Dabei gäbe es so viel, das angepackt werden müsste. Erhalt der Krankenhäuser, Erhalt der Apotheken, darum kümmern, dass wir mehr Fachärzte, mehr Pflegekräfte, mehr Hebammen bekommen, um nur ein paar sinnvolle politische Projekte zu nennen. Stattdessen kennt die Ampel nur Panikmache und Politik, die die Menschen von einer Krise in die nächste stürzt. Wenn Sie keine sinnvolle Politik für unser Land können, dann ergreifen Sie endlich die Konsequenzen und treten Sie zurück. Herr Kollege, ich weise Sie darauf hin, dass Beleidigungen von Personen, ob sie in diesem Haus Mitglied sind oder auch nicht, die Menschen in ihrer Selbstbestimmung als abnorm oder von der Norm abweichend bezeichnen. Doch das Wort, was ich hier umschreibe, ist mehrfach gefallen. Das ist unseres Parlaments nicht würdig. Darauf weise ich Sie ausdrücklich hin, Herr Kollege. Christine Lücke hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sie können gerne noch weiter in diesem Sinn dazwischenrufen. Lasse mir das Protokoll kommen, und dann werden wir das gerne auswerten. Sie können auch die Präsidentin noch beleidigen. Das schauen wir uns nachher auch im Protokoll an. Dann wissen Sie, was das bedeutet und was das für Konsequenzen hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Unser Finanzminister Christian Lindner hat es gestern in seiner Rede ja ganz deutlich gemacht. Mit den gestiegenen Zinsen können wir es uns nicht mehr leisten, uns uferlos neu zu verschulden. Denn in unserem Grundgesetz ist die Schuldenbremse verankert. Und das ist auch gut so. Wir haben hier nun einen Haushalt vorliegen, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin den Bundesfinanzminister, mit Geld und Verstand. Einen Haushalt mit weniger Schulden und mehr Chancen. Ein kluger Haushalt der Veränderung. Der Finanzminister hat dabei mit Blick auf die Staatsschulden und mit Blick auf die Chancen zukünftiger Generationen im Vorfeld dieses Haushalts alle Ministerinnen und Minister dazu aufgerufen, die Sparpotenziale ihrer Einzelpläne genau zu prüfen. Im Einzelplan 15 geht es um Gesundheit. Sie alle wissen, wir leben in einer alternden Gesellschaft, und die meisten von uns, die werden älter werden als unsere Eltern. Und das ist zunächst einmal ein Grund zur Freude. Allerdings ist das, und das ist mir aus meiner Praxis als Pflegeunternehmerin und studierter Gerontologin sehr bewusst, auch mit Kosten verbunden. Und daher müssen wir mit Blick auf die zukünftigen Haushalte und Generationen endlich über langfristige Lösungen nachdenken, wie wir unser Gesundheitssystem zukunftsfest und generationengerecht gestalten können. Und das heißt zum Beispiel, dass die Aussetzung der Zuführung von 1 Milliarde Euro zum Pflegevorsorgefonds eben genau keine sinnvolle Sparmaßnahme sein kann, denn das ist die einzige
das einzige kapitalgedeckte Instrument der sozialen Pflegeversicherung, das uns unabhängiger vom Umlagesystem macht. Und wir dürfen doch nicht jetzt das Geld der Zukunft verpulvern. Wir müssen doch jetzt die Zeit nutzen, ganz konkret die nächsten Jahre, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie bei der Rentenversicherung. Eine Art Pflegevollversicherung, die verschiebt die Probleme ja nur in die nächsten Generationen. Und das ist doch keine zukünftige und auch keine nachhaltige Lösung. Möchten Sie, Frau Kollegin, eine Zwischenfrage von Herrn Sorge zulassen? Was wir uns zudem auch vor Augen führen müssen, ist Folgendes. Wir können ja nur das Geld ausgeben, egal in welchem Etat, das der Staat vorher auch eingenommen hat. Und wenn man sich anschaut, wie das Bruttoinlandsprodukt sich zusammensetzt, dann stellt man fest, mit gut 391 Milliarden Euro im Jahr 2021 entspricht die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft ungefähr 12,1% des Bruttoinlandsproduktes. Die Zahl, die findet sich auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, wenn Sie die nachlesen möchten. Über 12%. Die Gesundheitswirtschaft ist dabei eine Wachstumsbranche mit ca. 3,8% in den letzten 10 Jahren. Als Branche ist sie außerdem konjunkturunabhängig und sie dient als Beschäftigungsmotor. Was sollen wir jetzt daraus folgern? Als Gesetzgeber ist es unsere Aufgabe, einen Rahmen zu schaffen, in dem genau diese Gesundheitswirtschaft noch erfolgreicher sein kann. Denn das bedeutet bessere Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger, mehr Beschäftigungsverhältnisse und damit eben auch mehr Einnahmen für den Staat. Weil es kann genau nicht die Lösung sein, immer mehr und weitere Leistungsausweitungen zu beschließen, die immer mehr Geld kosten, bevor nicht endlich Effizienzpotenziale gehoben sind. Wir müssen ein entsprechendes Klima für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft schaffen, ob für innovative Medizinprodukte, ob für die forschende Pharma, ob im Bereich der Digitalisierung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wir müssen Unternehmen hier auch Beinfreiheit geben für Investitionen und für Innovationen. Wir müssen ein gutes Klima schaffen für die Beschäftigten in der Branche. Wir müssen auch die Freiberuflichkeit schützen und unterstützen. Und wir brauchen die Fachkräfteeinwanderung im Bereich der pflegenden Berufe. Das unterstützt nämlich auch die pflegenden Angehörigen, die ihren eigenen Beschäftigungen weiter nachgehen können. Und das kürzlich beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ist hier ein wichtiger Schritt. Nur Leistungsausweitungen bringen uns nicht voran. Wir als Politik müssen die Digitalisierung im Gesundheitssystem vorantreiben durch Bürokratieabbau, durch ein wirtschaftsfreundliches Klima für Investitionen und Innovationen. Denn am Ende wünschen wir uns doch alle eines, nämlich Frau Kollegin, weniger Zeit. Es gäbe noch einen Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der Jetzt Linken. Jetzt bin ich fast schon durch. Das stimmt. Sein. Weniger Zeit für Papier und mehr Zeit für die Menschen. Und weil unser bayerischer Gesundheitsminister den langen Weg von München nach Berlin auf sich genommen hat, möchte ich noch ein Thema ansprechen, die Legalisierung von Cannabis. Die wird kommen. Und auch wenn Sie das immer ignorieren und nicht sehen wollen und auch der Ministerpräsident Söder das nicht sehen möchte, Cannabis ist auch auf den bayerischen Straßen schon längst Realität. Und mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf, da sorgen wir endlich für einen besseren Kinder- und Jugendschutz und für den dringend notwendigen Paradigmenwechsel. Danke sehr. Herr Sorge, Sie dürfen jetzt noch eine Kurzintervention machen. Das ist dann sozusagen für Ihre Fraktion die letzte in diesem Haushalt. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Da ja die Kollegin Lüttke die Zwischenfrage nicht zugelassen hat, möchte ich gerne eine Kurzintervention machen. Und zwar, wir erleben ja in den Haushaltsdebatten so eine gewisse Form von Realitätsverweigerung. Wir haben einen Bundeskanzler, der gestern in der Generaldebatte so getan hat, als sei in Deutschland alles tippitoppi. Er hat so getan, als gäbe es da mehr so kleinere Probleme, aber die würden jetzt angegangen. Die Realität sieht anders aus. Unternehmen wandern ab. Kleiner Mittelstand, Kleingewerbetreibende müssen Menschen entlassen, die Wirtschaft schwächelt. Also wir sehen überall im Land, dass überhaupt nichts gut läuft und das seit über 2 Jahren. Wir haben einen Gesundheitsminister, der offenkundig in einer anderen Realität lebt. Also wir diskutieren über Cannabis-Legalisierung. Im gleichen Atemzug warnt das BMG vor Drogenkonsum, fährt die Drogenpräventionsmittel in den Haushaltsberatungen herunter. Der Minister ist der große Verlierer in den Haushaltsberatungen. Der Haushalt des BMG ist durch auch
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, auch durch Ihren Vorsitzenden, Herrn Lindner, Bundesfinanzminister, radikal zusammengestrichen wurden. Und jetzt stellt sich die Kollegin Lüttke hier hin und sagt, naja, eigentlich ist es doch schade, dass Vorsorgemechanismen, die in der letzten Legislatur ja gemeinsam von uns als Union, auch mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD auf den Weg gebracht worden sind, nicht mehr bedient werden. Also Stichwort Pflegevorsorgefonds. Da haben wir immer gesagt, wir müssen gerade im Bereich der Pflege Vorsorge treffen, weil in einer immer älter werdenden Gesellschaft, was ja gut ist, mit immer komplexeren Pflegeanforderungen, kann man nicht von der Hand in den Mund leben. Man kann nicht so tun, als ob immer weniger Beitragszahler immer mehr Pflegebedürftige entsprechend finanzieren können. Und genau deshalb haben wir diesen Pflegevorsorgefonds gemacht. Und wenn sich jetzt die Kollegin von der FDP, die ja in der Ampelregierung irgendwo, glaube ich, noch mitregiert, habe ich den Eindruck, oder zumindest formal, hinstellt und Herr mit Kollege, Krokodilstränen hier sagt, diese Milliarde in den Pflegevorsorgefonds ist ja leider nicht geglückt, dann ist das, ist ich bin gleich fertig, sowohl eine Intervention als auch kurz, und die ist, Zeit ist um. Dann ist gewesen. Das wirklich ein Armutszeugnis. Deshalb würde mich interessieren, warum machen Sie es denn nicht und warum machen Sie es nicht so, wie wir es vorgeschlagen haben, also in diesem Sinne, fangen Sie endlich an zu machen und sagen Sie es nicht immer nur hier. Das ist ja kein eigener Redebeitrag, ne, Herr Sorge. Den kann man sozusagen im Rahmen der Redezeit der Fraktionen haben. Und eine Kurzintervention hat maximal 2 Minuten. Die haben Sie mehr als ausgeschöpft und haben sich ganz am Schluss auch auf Frau Lüttke bezogen. Deswegen wird sie jetzt sicherlich die Gelegenheit nehmen, Ihnen zu antworten. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Sorge, für Ihre Frage. Ich meine, Sie sind ja schon etwas länger im parlamentarischen Betrieb tätig als ich. Sie wissen ja, dass ein Haushaltsentwurf erstmal von den entsprechenden Ministerien vorbereitet und vorgeschlagen wird. Und dass es dann ja in die parlamentarische Beratung geht, wo man zusammen in der Koalition, in den Fraktionen aushandelt, an welchen Stellen man noch etwas verändern möchte, wo man andere Akzente setzen möchte. Das müssten Sie eigentlich mit Ihrer Erfahrung durchaus wissen. Und was die Wachstumschancen angeht. Hier haben wir ja gerade ein wunderbares Gesetz in der Mache aus dem Bundesfinanzministerium, das Wachstumschancengesetz. Wir werden uns um die Bürokratieentlastung kümmern, auch im Bereich der Wirtschaft. Auch Herr Lauterbach hat genau für den Gesundheitsbereich angekündigt, hier wird es noch ein umfassendes Bürokratieentlastungsgesetz geben. Hier machen wir uns tatsächlich auf den richtigen Weg, und mit der Fachkräfteeinwanderung begegnen wir tatsächlich den tatsächlichen und alltäglichen Sorgen der Unternehmerinnen und Unternehmer, auch im Gesundheitsbereich, die dringend danach suchen, dass sie endlich ausreichend Arbeitskräfte haben. Und das haben Sie mit Verlaub die letzten 16 Jahre verschlafen. Die Kollegin Katrin Vogler hat jetzt das Wort für die Fraktion Die Linke. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Lauterbach, Sie versprechen andauernd irgendwelche großen Dinge. Krankenhausreform, Gesundheitskioske, unabhängige Patientenberatung, Digitalisierung, Long-Covid-Forschung, bessere Notfallversorgung. Aber mit Blick auf den aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung sind das alles ungedeckte Schecks. Und mehr als ein Drittel soll beim Gesundheitsministerium gekürzt werden. Und trotz der riesigen Probleme, die doch schon vor der Pandemie da waren, will diese Ampel sogar weniger für Gesundheit und Pflege ausgeben als vor Corona. Versprochen haben Sie zum Beispiel, die Legalisierung von Cannabis mit einer Aufklärungskampagne zu begleiten. Aber der Ansatz für Sucht- und Drogenprävention soll von 13 Millionen auf 9 Millionen gekürzt werden. Wie soll das denn bitte gehen? Sie haben 100 Millionen für die Long-Covid-Forschung versprochen. Daraus wurden dann 40, dann 20 Millionen. Aber selbst das gibt dieser Haushalt nicht her. Das ist doch eine Schande. Der Zuschuss zur Pflegeversicherung wird gestrichen, der zum Gesundheitsfonds trotz Inflation eingefroren. Und das alles trotz Ihres Versprechens, dass nirgends Leistungen gekürzt werden sollen. Manchmal habe ich den Eindruck, Sie sind gar kein Gesundheitsminister, sondern ein Berufsversprecher. Versprochen haben Sie auch eine Krankenhausreform, die das unsägliche Fallpauschalensystem überwindet. Aber Sie sind nicht einmal willens, dem aktuell drohenden Krankenhaussterben etwas entgegenzusetzen. Bei Pflege, Gesundheit, Suchtprävention, bei der Erforschung von Long-Covid und ME/CFS, überall da, wo es den Menschen wirklich nutzen würde, da brechen Sie alle Versprechen.
Aber für Panzerraketen und Kampfdrohnen, dafür hat diese Ampel immer Geld. Die Linke macht diese Zeitenwende vom Sozialstaat zum Rüstungsstaat nicht mit. Die Kollegin Heike Engelhardt hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler auf der Tribüne und liebe Gäste auch zu Hause an den Bildschirmen. In den letzten Wochen wurde in der Öffentlichkeit bereits heiß über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung diskutiert. Und seit Dienstag können wir das endlich auch hier im Parlament machen. Ich sage es direkt vorweg. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns verabschieden würden von der Sparpolitik. Von der Sparpolitik, auf die wir uns in einer komplett anderen Weltlage verständigt haben. Oder noch besser, dass wir durch eine gerechtere Besteuerung der sehr hohen Einkommen und Vermögen die Einnahmen erhöhen. Da das aber in dieser Legislatur, in dieser Koalition nicht machbar ist, müssen wir in fast allen Bereichen sparen. Die Vorschläge einiger Kabinettsmitglieder haben ja beachtliche Wellen geschlagen in der Berichterstattung, nicht im Gesundheitsministerium. Das zeigt, dass Minister Lauterbach mit seinem Team unter diesen schwierigen Bedingungen einen guten Haushaltsentwurf vorgelegt hat. Klar ist aber auch, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch an einigen Stellen nachschrauben müssen. Es ist in einigen Reden der Vorrednerinnen angeklungen, wir werden bei der Drogenprävention, bei der Digitalisierung, der Bekämpfung von HIV und AIDS, bei ME/CFS und Long-Covid und bei der globalen Gesundheit, um mal ein paar Bereiche zu nennen, mit Sicherheit noch nachsteuern. Und hier weiß ich auch die Koalitionspartner an unserer Seite. Wenn das Geld knapp ist, ist es noch wichtiger, dass wir mit guter Gesetzgebung kostenneutral Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung herbeiführen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den Krankenkassen zu ermöglichen, dass sie Verhütungsmittel als Satzungsleistung übernehmen. Das heißt, gesetzliche Krankenkassen dürfen als freiwillige Leistungen die Kosten verschiedener Verhütungsmittel übernehmen. Da insbesondere in heterosexuellen Paarbeziehungen die Kosten für Schwangerschaftsverhütung oft von den Frauen getragen werden, ist mir dies nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch für die Gleichstellung ein wichtiges Anliegen. Wir werden dieses Vorhaben zeitnah umsetzen. Noch besser wäre übrigens, wenn wir das Geschlechterungleichgewicht bei der hormonellen Verhütung beenden würden und hier die Männer mehr in die Pflicht nehmen. Dazu braucht es Forschung, und die notwendigen Forschungsmittel sollten im Haushalt des Ministeriums für Bildung und Forschung eingestellt werden. Dafür werbe ich ganz ausdrücklich. Sie hören also, es gibt auch neben dem Haushaltsgesetz einiges zu tun. Packen wir es an. Ich freue mich. Vielen Dank. Für den Bundesrat gebe ich jetzt Klaus Holitschek das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich mit einem Dank beginnen an all diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, in der Pflege, die draußen auch zu diesen Stunden für uns ihren Kopf hinhalten. Das muss man am Anfang einer solchen Debatte tun. Herzlichen Dank für diese großartigen Leistungen. Einige der Redebeiträge haben mich allerdings mehr erinnert an ein Zitat von Andrea Nahles, die ich sehr schätze, die irgendwann mal hier im Hohen Haus gesungen hat. Ich werde es heute nicht tun. Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Realität ist noch nicht richtig angekommen hier, meine Damen und Herren.
Wir stehen vor den größten Herausforderungen in unserem Gesundheitswesen. Und da können wir nicht einfach sagen, der Haushalt ist halt jetzt gekürzt worden, weil die Pandemie vorbei ist. Wir müssen diese Herausforderungen annehmen, meine Damen und Herren. Was Sie hier machen, ist schon Schönfärberei im wahrsten Sinne, meine Damen und Herren. Und ich will das auch an einigen Themen festmachen. Wir alle stehen zu einer Krankenhausreform. Wir wollen die und wir tragen die auch mit. Das ist doch nicht das Thema. Wir wollen, dass die Medizin anders finanziert wird, dass die DRGs, die Karl Lauterbach vor 20 Jahren eingeführt hat, jetzt revidiert werden müssen, dass Vorhaltekosten finanziert werden. Das ist doch nicht das Thema. Aber wir wollen, dass am Land die gleiche Versorgung stattfindet wie in den Metropolen, meine Damen und Herren. Und wir werden keiner Reform zustimmen, die die ländlichen Räume ausbluten lässt. Sie machen das an anderer Stelle auch. Sie kürzen 300 Millionen für die ländlichen Räume. Und bei den Krankenhäusern lassen Sie die Menschen im Regen stehen, meine Damen und Herren. Und das werden wir nicht zulassen. Doch, schauen Sie sich doch die Realität an. Diese Eckpunkte zeigen bis heute nicht, wie die Folgen dieser Krankenhausreform sind. Ich habe damals gesagt, wir brauchen eine Auswirkungsanalyse. Die liegt uns bis heute nicht vor, meine Damen und Herren. Herr Holitschek, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der SPD-Fraktion. Möchten Sie es zulassen? Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Staatsminister Holitschek, Sie haben gerade gesagt, Sie tragen eine Krankenhausreform mit. Wir wissen beide und alle, die in Bayern sich ein wenig auskennen, dass sie bitter nötig ist. Jetzt kann man natürlich Ihr Nein als Wahltaktik hinnehmen, aber es bleibt an Ihnen zu sagen, welche Häuser in Bayern wichtig und notwendig sind. Und dazu braucht es auch Mut. Aber ich finde, zu sagen, wir würden per se den ländlichen Raum ausbluten, das ist einfach falsch. Und ist es so, dass Sie mit mir und vielen anderen hier zusammen dafür sorgen, dass es im ländlichen Raum eben nicht dazu kommt, zu dem, was Sie beschrieben haben? Denn es ist, und ich denke mal, ohne zu weit vorauszusehen, es wird da in Ihrer Hand bleiben, dafür zu sorgen, dass im Land dafür gesorgt wird, dass der ländliche Raum nicht ausblutet. Danke. Liebe Frau Kollegin, nehmen Sie zur Kenntnis, auch wenn der Herr Klein das nicht wahrhaben will, wir haben 643 Millionen im Investbereich für unsere Krankenhäuser. Wir stocken auf 1 Milliarde auf. Wir setzen 100 Millionen Härtefallfonds. Wir gehen jetzt jedes Jahr mit 20 Millionen rein für den Strukturwandel der kleinen Krankenhäuser. Sie haben die Verantwortung für die Betriebskostenfinanzierung. Ihr Minister zuckt mit den Schultern, wenn es darum geht, jetzt die Häuser zu stabilisieren, meine Damen und Herren. Wir werden einen kalten Strukturwandel erleben. Und für den sind Sie verantwortlich und nicht wir, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Und mit dem Transparenzgesetz, meine Damen und Herren, werden Sie jetzt erst mal sehen, was Sie an Bürokratie anrichten. Wir haben gestern gemeinsam mit dem Medizinischen Dienst und anderen Bürokratie abgeschafft in Bayern, was die Krankenhäuser angeht, in einem Modellprojekt. Sie werden Bürokratie aufbauen. Es ist respektlos gegenüber den kleinen Häusern und den Menschen, die dort arbeiten, was Sie hier machen, meine Damen und Herren. Es ist respektlos. Sie haben im Wahlkampf mal mit dem Wort Respekt geworben. Wo ist der geblieben gegenüber denen, die draußen im Land ihren Dienst tun, meine Damen und Herren? Ich kann den nicht mehr sehen. Ich will auch zu anderen Themen noch etwas sagen. Die größte Herausforderung ist das Thema Pflege. Das Thema Pflege wird zur Schicksalsfrage der Generationen in allen Bereichen. Und wenn der Bundeskanzler von einem Pakt für Deutschland spricht, dann biete ich Ihnen einen Pakt für die Pflege an. Wir müssen alles dafür tun, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Springerpools, Leiharbeit zurückzudrängen. Unsere Bundesratsinitiative liegt am Tisch, meine Damen und Herren. Wir müssen Gehaltsstrukturen verbessern. Wir brauchen steuerfreie Bestandteile für die Pflegekräfte, bezahlbarer Wohnraum. Alles Dinge, die wir tun müssen. Wenn wir Krankenhäuser bauen und es steht keiner mehr drin oder pflegende Angehörige niemand mehr finden, der sich um sie kümmert, dann ist das alles Makulatur, über das wir jetzt hier reden, meine Damen und Herren. Die Frage der Pflege ist die zentrale Frage, und die wird auch bei der Krankenhausreform noch nicht beantwortet. Die muss vorher beantwortet werden. Und das sind wir auch denen schuldig, für die wir damals auch geklatscht haben, dass wir die Dinge jetzt tun. Und auch bei der Pflegereform. Sie fahren die sozialen Sicherungssysteme an die Wand mit Vollgas, meine Damen und Herren. Die Menschen haben Angst draußen. Was passiert in ein paar Jahren? Die Demografie steht vor der Tür. Wir wissen doch, was kommt. Und Sie zucken mit den Schultern und die FDP sagt, es wird keine Reform mehr im sozialen Bereich geben, wenn ich Ihren Generalsekretär richtig verstanden habe. Also, das kann ja alles nicht sein. GKV unterfinanziert. Finanzstabilisierungsgesetz.
hat nichts gebracht in dem Sinne, dass wir wirklich eine Strukturreform gekriegt haben. Wo ist die Initiative zu den investorengetriebenen MVZs? Wir haben eine Bundesratsinitiative eingebracht. Wenn es wirklich ernst ist mit der Frage, dass die Versorgung keine Frage der Rendite sein darf, sondern der Frage der Menschen, dann muss jetzt ein Gesetzentwurf kommen gegen investorengetriebene MVZs, meine Damen und Herren. Das ist ein Einfallstor jedes Jahr. Und jeden Tag, dort ist Bestandsschutz, mit jedem Tag entstehen dort Dinge, die nach der Rendite gesteuert werden und nicht mehr nach den Bedürfnissen der Menschen. Und nehmen Sie auch die Ärztinnen und Ärzte mit. Ändern Sie endlich die GOE, das ist lange schon überfällig. Sie können es jetzt mit einem relativ einfachen Thema tun. Medikamentenmangel. Wir müssen da zusammen reden, da gehören alle am Tisch. Ich verstehe nicht, warum der Bundesminister immer sagt, es bringt nichts, irgendein Gipfel zu, man kommt nichts raus. Es geht nur miteinander. Wir werden im Herbst vor einer schwierigen Lage stehen. Und deswegen müssen wir jetzt nicht Briefe schreiben an den Großhandel und ihn auffordern, was er bevorraten soll. Und der Großhandel sagt, wir haben gar keine Medikamente, die wir bevorraten können, weil sie nicht verfügbar sind, sondern wir müssen alle an den Tisch, damit wir diese Situation gut in den Griff kriegen, meine Damen und Herren. Und das irrsinnigste Projekt, dabei bleibe ich, ist die Legalisierung von Cannabis, meine Damen und Herren. Es ist das irrsinnigste Projekt jeder Kinder- und Jugendpsychiater, bar jeder Realität, bar jedes Expertenrates. Bringen Sie etwas auf den Weg, was gefährlich ist, was dazu führt, dass wir mehr Psychosen haben werden, was dazu führt, dass die Kriminalität nicht eingedeckt wird, was im Vollzug überhaupt nicht machbar ist. Ich glaube auch, dass Karl Lauterbach es nicht will, weil er als Bundesgesundheitsminister eigentlich eine Verantwortung spürt. Das zeigt auch seine Kampagne, die man zwar nicht versteht, aber ich verstehe ihn, wenn er davor warnt, was Cannabis für Schäden auslösen kann. Wir wollen das nicht. Wir werden in Bayern alles tun, damit es keine Drogen in Bayern gibt in dem Bereich. Ja, ja, schauen Sie. Stellen Sie halt eine Frage, wenn Sie reinrufen. Wir wollen keine zusätzlichen Drogen, wir wollen kein Cannabis in unserem Land, meine Damen und Herren. Die Herausforderungen liegen woanders, in der Pflege, bei den Medikamenten, aber nicht bei Drogen. Herzlichen Dank. Jetzt hat die Kollegin Maria Klein-Schmeink das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Minister Holitschek, man muss sagen, Sie bringen als bayerische Kompetenz vor allen Dingen mit, dass Sie Bierzelt reden können. Das haben Sie bewiesen. Aber was Sie nicht bewiesen haben, dass Sie tatsächlich zur Problemlösung beitragen wollen. Und das hätte ich von Ihnen als Minister eigentlich ein Stückchen anders erwartet. Und Sie haben zu Recht davon gesprochen, dass es bei der Gesundheitsversorgung tatsächlich um eine elementare Frage geht, die alle Menschen umtreibt. Und ich habe heute leider sehr, sehr wenig davon gehört, aus der Opposition, was Sie beitragen wollen, wie wir insgesamt diese großen Herausforderungen meistern können. Und wenn ich mal mit der einen an großen und wirklich sehr, sehr grundlegenden anfange, dann sind wir nämlich beim Fachkräftemangel. Sie alle wissen, dass unsere Versorgung steht und fällt mit den Fachkräften, mit den Arbeitskräften im Gesundheitswesen, dass sie da sind, dass sie das leisten, was sie leisten können. Sie leisten in der Vergangenheit über Gebühr. Und wir müssen sehr, sehr viel daran tun, dass wir dem demografischen Wandel auch nur annähernd gerecht werden können. Und der wirkt sich ja doppelt aus mit der Vielzahl der Fälle, die kommen, die zu versorgen sind, und nicht nur gesundheitlich, sondern auch pflegerisch und oft auch psychosozial. Und wir verlieren in den nächsten 10 Jahren einen ganz großen Teil derer, die jetzt in der Versorgung tätig sind. Und das braucht neue Versorgungsansätze, das braucht neue
Begriffe von, was ist eigentlich die Professionalität der verschiedenen Gesundheitsberufe? Wie können sie zusammen gut zusammenwirken, nicht in Konkurrenz oder mit Schnittstellen, sondern so, dass es bei den Menschen ankommt? Das ist eine der großen Fragen. Ich hoffe, dass wir die demnächst mit dem Versorgungsgesetz angehen können. Da wird im Übrigen auch die Frage der Regulierung der MVZ eine Rolle spielen. Und da geht es nicht darum, sie abzuschaffen, sondern es geht darum, vernünftige Regelungen zu schaffen. Frau Kleinschmidt, möchten Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke zulassen? An dieser Stelle nicht, danke. Dann, Sie haben wieder und erneut Stadt gegen Land ausgespielt. Die Krankenhausreform, sie muss dafür sorgen, dass wir tragfähige Strukturen im Krankenhaus- und ambulanten Bereich bekommen, sowohl im urbanen Raum als auch im ländlichen Raum. Und genau das ist das Ziel dieser Krankenhausreform. Weil heute haben wir erstens Brüche mit Krankenhausplanung und Krankenhausinvestitionen. Ländersache wird auch weiterhin Ländersache sein. Und Sie, Herr Holitschek, sind dafür zuständig, die Sicherstellung zu planen, sie zu garantieren. Das ist Ihr Job, und den haben Sie sich ja jetzt in der Krankenhausreformkommission noch mal bestätigen lassen. Und wir haben gesagt, ja, das ist euer Job. Wir sorgen dafür, dass es erstens die Möglichkeit gibt, ein neues Entgeltsystem zu schaffen, wo es eben nicht darauf ankommt, ob ich die Anzahl der Fälle bringen kann, die notwendig sind, damit ich ein Haus wirtschaftlich betreiben kann. Und das trifft insbesondere den ländlichen Raum. Gerade da schaffen wir neue Sicherheiten, neue Versorgungskonzepte, und die machen wir möglich. Die sind seit langem nötig. Die sind seit 16 Jahren, werden die von den Sachverständigen angemahnt. Sie haben konsequent grundlegende Versorgungsreformen ausgesessen, nicht gemacht. Und genau das packen wir an. Und ich bin sehr dankbar, dass sowohl Minister Lauterbach das macht, aber auch die Vielzahl der Länder mitwirkt, weil alle erkannt haben, das ist eine der entscheidenden Reformen, die wir auf den Tisch kriegen müssen. Und da hilft nur zusammenarbeiten, zusammenwirken, dafür sorgen, dass wir tatsächlich Länder und Bund gut miteinander arbeiten. Und da waren Sie einer der wenigen, der dagegen gestimmt hat. Alle anderen haben erkannt, stimmt, der Einzige. Alle anderen haben erkannt, wir müssen zusammenwirken, und die Bevölkerung kann zu Recht von uns erwarten, dass beide Ebenen, Bund und Land, gemeinsam in der Lage sind, eine vernünftige Versorgung zu gewährleisten. Das ist unser Job, und daran werden wir gemessen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit den Eckpunkten so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind. Und so sollten wir weitermachen. Und ich kann nur sagen, wir brauchen den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Und dazu ist die Frage der Versorgung im Gesundheitswesen, in der Pflege, eine dermaßen entscheidende. Da frage ich Sie alle, wie wirken Sie mit und nicht, wie finden Sie ein Pünktchen, was Sie kritisieren können. Es würde jetzt noch die Möglichkeit geben, eine Zwischenfrage aus der Union zuzulassen. Ja, lasse ich zu. Bitte schön. Sie müssen auf den Knopf drücken, und dann wird die Technik hinten das Mikro anmachen. Und wenn es nicht mehr blinkt, dann jetzt geht's. Jetzt. Frau Kollegin, vielen Dank für die Zulassung der Zwischenfrage. Sie als Grünen sind ja stolz darauf, dass Sie die Kifferpartei sind. Und Sie haben ja alle Experten sagen es ja, bis die Hirnentwicklung abgeschlossen ist, das ist bis zum 25. Lebensjahr, ist Cannabis hochgefährlich für die Hirnentwicklung. Es löst Psychosen aus, es sorgt dafür, dass die Synapsen im Gehirn sich schlechter vernetzen können. Man könnte auch sagen, intensiver Cannabiskonsum für junge Leute mit noch nicht abgeschlossener Hirnentwicklung macht dumm. Deswegen die Frage, warum lassen Sie Cannabis für ab 18 zu und nicht ab 25, so wie alle Experten das fordern? Ganz grundsätzlich, Herr Pilsinger, passiert ja jetzt gerade genau das. Sie weichen an den Stellen, wo wir über grundlegende große Probleme im Gesundheitswesen reden, weichen Sie wieder aus zu einem Thema, was Sie zu einem Kulturkampfthema auserkoren haben. Fakt ist,
Wir haben Cannabiskonsum in dieser Gesellschaft. Und jetzt geht es darum, vernünftigen Verbraucherschutz, vernünftigen Jugendschutz, vernünftigen Gesundheitsschutz hinzukriegen. Und genau das tun wir. Dieses Gesetz ist ein Gesetz, das Gesundheitsrisiken minimiert. Und da sind ja ganz gezielt auch die jungen Menschen in den Blick genommen. Und genau darum geht es im Kern. Und ich finde sehr, sehr bedauerlich, dass ich erneut aus Ihren Reihen keinen wirklichen Beitrag höre, wo Sie sagen, ja, zur Problemlösung tragen wir bei. Wir schlagen vor, das und das tun wir. Das genau bringen Sie nicht hin als CDU- und CSU-Koalition, weil Sie sich in den meisten Fällen nicht einig sind. So, jetzt kann sich Frau Klein-Schmeink überlegen, ob sie auf die jetzt folgende Kurzintervention von Herrn Gülenpaar antworten möchte. Aber erstmal kommt die Kurzintervention natürlich. Bitte schön. Ich bin wirklich fasziniert, Frau Klein-Schmeink, und es ist auch ein Beweis dafür, dass Sie Unrecht haben, wenn Sie die Zwischenfrage von Herrn Pilsinger zulassen und meinen nicht, wenn Sie sich dann wundern, dass keine konstruktiven Vorschläge aus der Opposition kommen. Jetzt kommen nämlich meine Vorschläge von der Opposition, und zwar von Katrin Vogler und von Gesine Lötsch, weil denen haben Sie vielleicht vorher nicht zugehört. 4 Vorschläge, die ich Ihnen einfach vorstellen möchte, und Sie können überlegen, ob Sie die übernehmen oder nicht. Die vollständige Abschaffung der Fallpauschalen, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und das Einzahlen in eine Versicherung, eine Gesundheitsversicherung, eine Pflegeversicherung für alle, in die alle einzahlen. Das wäre der zweite ganz simple Punkt. Ein dritter Punkt, den Sie vielleicht sich vorstellen können, damit auch nicht mehr die ganze Diskussion über Bund zahlt nicht, Länder zahlen nicht, Investitionskosten hin oder her. Machen wir es doch einfach so. Für jeden Euro Investitionskosten, also Kosten, die eigentlich die Länder zahlen müssen, aber kein Land mittlerweile macht, für jeden Euro, was die Länder zahlen, gibt der Bund 1 Euro drauf, dass wir endlich dahin kommen, die Krankenhäuser in diesem Land insgesamt gut zu finanzieren, damit alle richtige Krankenhäuser haben, egal ob im Stadt oder Land. Das wäre der dritte Vorschlag, den wir Ihnen hiermit stellen, direkt aus der Opposition, Ihre Service-Opposition. Ich warte auf Ihre Antwort. Vielen Dank. Sie möchten antworten, Frau Klein-Schmeink, und dafür bleiben Sie auch stehen. Ja, ich habe Ihnen ja jetzt auch ein bisschen Redezeit besorgt, sozusagen. Insofern will ich auch gerne antworten. Sie haben in der Tat Vorschläge, über die man nachdenken kann und über die wir innerhalb der Grünen Fraktion seit Jahrzehnten zum Teil nachdenken und auch da ganz ausdifferenzierte Konzepte vorgelegt haben. Die haben wir auch versucht, innerhalb der Ampel zu vereinbaren. Das ist aber nicht möglich gewesen. Und wir müssen uns, und das müssten Sie, wenn Sie eine Regierungsverantwortung hätten, natürlich auch nach Wegen suchen, dass man miteinander dann tatsächlich auch Lösungen vereinbaren kann. Und wenn 3 verschiedene Fraktionen zusammenkommen, dann muss man eben Kompromisse finden, Wege finden. Und ich finde, wir haben gerade zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung und auch der Pflegeversicherung durchaus tragfähige Lösungen vereinbart. Es fehlt indessen noch an der Konkretisierung und Umsetzung. Das mahnen Sie zu Recht an. Und da kann ich auch nur sagen, wir werden im weiteren Verfahren natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass wir diese grundlegende Stabilisierung brauchen. Das ist auch vereinbart, dass die Regierungskommission sowohl für die Pflege als auch für die GKV dort Vorschläge erarbeiten wird. Und damit werden wir befassen. Wir wissen, dass wir derzeit kein nachhaltiges Konzept haben. Und eine der grundlegenden Ideen, die damit auch eine Rolle spielen werden, ist, wie kann man die Einnahmensituation verbessern, verbreitern, aber gerecht gestalten. Und da ist die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze natürlich ein Weg, den man gehen könnte. Ja. Die Kollegin Simone Burchert hat als nächstes das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Die GKV ist vor über 100 Jahren entstanden. Die letzten großen Veränderungen gab es mit der Pflegeversicherung. Wenn wir jetzt sehen, haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Wir können sagen, unser System, so wie es ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Das haben Experten erkannt und es haben es auch Sie endlich erkannt, Herr Lauterbach. Ich bin dafür dankbar, denn Sie sind seit 20 Jahren federführend in der Gesundheitspolitik. Und ich musste mir anfangs anhören, was Sie alles in den ersten 10 Jahren erkannt haben und nun alles machen wollen. Dann kann ich nur sagen, reden Sie nicht, machen Sie einfach. Es ist längst überfällig, dass wir die KV, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung neu denken müssen. Und dazu brauchen wir systemische Veränderungen. Was machen Sie? Sie doktern punktuell am System herum. Sie denken an Beitragserhöhungen und wollen immer mehr Geld in ein krankes System stecken. Sie wollen eine Krankenhausreform machen und denken aber nicht in Prozessen. Sie denken nämlich die Ärzte nicht mit, die doppelte Facharztschiene und die ambulante Versorgung nicht mit. Und unsere Krankenhäuser werden durchaus in der Lage, in unterversorgten Gebieten die ambulante Versorgung wahrzunehmen. Dürfen sie aber nicht, weil sie keine Ermächtigung von der KV erhalten. Sie erkennen nicht, dass wir endlich diese Sektorengrenzen überwinden müssen, um Synergien und den Manpower des Systems effektiv zu nutzen. Was machen Sie? Sie wollen Gesundheitskioske einrichten und schaffen damit neue Strukturen und neue Kosten. Sie steigen ständig nach Refinanzierung, aber wir brauchen diese Doppelstruktur nicht. Die kosten Personal und viel Geld. Jeder Gesundheitskiosk kostet 400.000 Euro. Stellen Sie sich das mal bitte bundesweit vor. Unsere Gesundheitskioske sind die niedergelassenen Ärzte. Stärken Sie diesen Bereich, und damit wird auch der ländliche Bereich gestärkt. Stärken Sie die sprechende Medizin, und damit die Gebührenordnung der Ärzte muss angepasst werden und der einheitliche Bewertungsmaßstab. Und sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, verantwortungsvolle Politik plant man nicht in einer Legislatur, sondern man übernimmt Verantwortung für Nachhaltigkeit und sorgt für eine generationenübergreifende Versorgung. Deutschland hat die höchsten Ausgaben weltweit im Gesundheitssektor. Das haben Sie schon gut erkannt. Aber finden Sie jetzt den Fehler. Wir müssen endlich an den Anfang des Prozesses. Wir müssen den Begriff Krankheit neu definieren. Und wir müssen den Begriff leitliniengerecht und evidenzbasierte Medizin neu definieren. Wir brauchen neue Therapieansätze, wo auch Naturheilkunde, Ernährungsmedizin endlich die richtige und größere Rolle spielen. Und wir brauchen neue Präventionsstrukturen, die die Gesundheitskompetenz der Menschen erhöhen. Gehen Sie endlich an das Präventionsgesetz ran. Was machen Sie? Sie wollen Cannabis legalisieren, damit wieder neue Strukturen schaffen und gehen damit bewusst das Risiko ein, besonders Kinder und Jugendliche zu gefährden. Aber dem Antrag der CDU-CSU, den wir im Frühjahr gestellt haben, für kranke Menschen Medizinalcannabis besser zugänglich zu machen, den Genehmigungsvorbehalt abzuschaffen, den haben Sie abgelehnt. Sollen sich jetzt die kranken Menschen Balkonpflanzen hinstellen und sich selbst therapieren? Hier kann man sehen, was für eine irrsinnige Politik Sie betreiben. Frau Kollegin, möchten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kirsten? Nein. Und auch in der Pflege, bei Pflegeunterstützung und Entlastungsgesetz, haben Sie die Chance vertan, um anderen Menschen zu helfen. Sie haben die Chance vertan, die Pflege zu stärken und auch Einsparungen zu generieren. Man kann nämlich stationäre Pflege verhindern, wenn man die Angehörigen stärkt und die Tagespflege stärkt. Dazu muss man aber das System verstehen. Dieser gesamte Haushaltsentwurf ist für uns absolut unakzeptabel. Und jetzt mache ich Ihnen ein paar Vorschläge. Hören Sie gut zu. Wir brauchen keine Gesundheitskioske, sondern Stärkung der niedergelassenen Ärzte. Überwinden Sie die Sektorengrenzen in der GKV. Wir brauchen mehr Wettbewerb bei den Akteuren im Gesundheitswesen. Sie müssen Pflege neu denken und alle mitnehmen. Und wir brauchen eine bessere Datennutzung im Gesundheitssektor, um Doppeluntersuchungen und Ähnliches zu vermeiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hat Uwe Witt das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, als gesetzlich Krankenversicherter kann ich nur vor den Plänen
des Bundesgesundheitsministers warnen. Im November 2021 erlitt ich einen Unfall, der eine Operation notwendig machte. Aufgrund der Corona-Verordnung wurde meine Operation um 4 Monate verschoben. Dann, meine Damen und Herren, begann für mich ein Martyrium ungeahnten Ausmaßes mit mehreren Klinikaufenthalten, 2 Reha-Aufenthalten. Und es ist leider immer noch kein Ende in Sicht. Man muss mir einen Tumor aus der Lunge entfernen. Ich habe in dieser Zeit unzählige Termine bei niedergelassenen Ärzten wahrgenommen und hatte daher Gelegenheit, mit Ärzten, dem Pflegepersonal und anderen Patienten zu reden. Es ist erschütternd, wie das deutsche Gesundheitswesen für Kassenpatienten heruntergekommen ist und welche unzumutbaren Belastungen die Patienten, Ärzte und das Pflegepersonal ertragen müssen. Alles nur aufgrund jahrelanger politischer Fehlentscheidungen, die im Gesundheitswesen bereits getroffen wurden und natürlich noch getroffen werden. Die Krankenhäuser leiden unter einem Investitionsstau von rund 30 Milliarden Euro und haben einen monatlichen Verlust von 740 Millionen Euro, auch dank der Inflationspolitik ihrer Regierung. Bis 2030 werden ca. 200.000 Pflegekräfte fehlen. Und da haben Sie sich gedacht, Herr Lauterbach, dass Sie eine Klinikreform durchführen, die dazu führt, dass 1/3 der Kliniken schließen muss. Dadurch reduziert sich dann der Pflegenotstand, da Arbeitsplätze entfallen und geschlossene Krankenhäuser haben auch keinen Investitionsstau mehr. Das alles wickeln Sie auf dem Rücken der Patienten und zu deren Lasten ab. Ich komme zum Ende. 2022 mussten 400 Apotheken schließen, insbesondere für uns im ländlichen Raum, führt dies zu enormen Problemen. Oberstes Ziel Ihres Haushaltsplanes, Herr Lauterbach, sollte das Wohl der Patienten sein und nichts anderes. Herzlichen Dank. Tina Müller ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, wenn man zu so fortgeschrittener Minute in einer Haushaltsdebatte redet, dann hat man im Laufe der Debatte ja auch viel gelernt. Ich habe heute zum Beispiel gelernt, dass durchweg der CDU-CSU-Prävention ein sehr wichtiges Thema zu sein scheint und habe gleichzeitig aber das volle Ausmaß des CDU-bayerischen Präventionsparadoxons begriffen, nämlich einerseits während des Wahlkampfs natürlich in einem Bierzelt Proletarismus genau das zunichte zu machen, was man eigentlich unter Präventionsaspektpunkten sagen müsste. Und wenn dann hier einige Abgeordnete sich hinstellen und sagen, wir müssten mehr zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen investieren, dann kann ich nur sagen, ja, genau da müsste man anfangen. Wenn ich mir den Instagram-Tweet des bayerischen Ministerpräsidenten angucke, dann finde ich da mindestens 2 der großen Einflussfaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und so viel Geld können wir hier in keine Präventionsstrategie reinbuttern, dass es eigentlich braucht, um das wieder reinzuholen. Also hier bitte ich einfach um Ehrlichkeit. Ja, wir müssen in Prävention und all diese Dinge investieren. Aber wenn hier schon eine Wahlkampflogik gefahren wird, dann muss man auch so ein bisschen das Echo vertragen können. Dann bin ich da nämlich auch schon beim zweiten Punkt. Auf der einen Seite sich anzuschließen, dass wir Reformen brauchen und dass im Gesundheitswesen viel getan werden muss und aber gleichzeitig doch nicht so ganz dafür zu sein. Und Herr Holecek, ich finde es auch toll, dass Sie hier sind. Ich finde es auch gut, dass die CDU-CSU in einer Oppositionsrolle angekommen ist. Deswegen setze ich mich auch jetzt vorrangig mit Ihnen auseinander zu ganz rechts aus und könnte ich natürlich noch viel mehr sagen. Aber prinzipiell ist es ja gut, wenn wir in den Dialog kommen und auch von Ihnen Vorschläge kommen. Aber man muss natürlich trotzdem einiges dazu auch wiederum sagen. Es ist diesem, unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu verdanken, dass wir endlich die Dinge angehen und viele Reformen sind skizziert worden, die jahrzehntelang auf der Strecke geblieben sind. Und gleichzeitig, ja, muss man Dinge erst ankündigen, bevor man sie umsetzen kann. Und gleichzeitig kriegen wir jetzt auch nicht wenig Knüppel dafür in den Weg geschmissen. Und wir hoffen natürlich, dass wir die im Laufe der Verhandlungen und aber auch im Laufe der nächsten Monate, wo das einfach essentiell sein wird, ausräumen können und wo dieses Thema nicht zu einem andauernden Wahlkampfbrenner verkommt, wo es lukrativ ist, mit den Ängsten der Menschen zu spielen und ihnen gerade einzureden, dass das alles nicht funktionieren wird. Und da kann ich auch wieder bei den Investitionskosten anfangen.
Die Zahl von 600 Millionen, die klingt großartig, die klingt unglaublich hoch. Wenn ich die an sich hören würde, würde ich auch denken, cool, Bayern gibt 600 Millionen für die Krankenhäuser. Die Wahrheit ist aber, dass das die Hälfte von dem ist, dass wir sie eigentlich zahlen müssten. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern wenn man sich das über die letzten Jahrzehnte anguckt. Das ist der Investitionsstau, über den wir reden. Und deswegen ist auch diese Reform so notwendig. Genauso wie es natürlich richtig ist, dass wir an die Beschäftigten denken, für die wir ja diese Reform machen, dass wir denen seriös erzählen können. Und genau darum geht es unserem Minister, dass wir das Gesundheitssystem so im Blick haben, dass wir nicht auf einen noch größeren Fachkräftemangel zusteuern und an den Strukturen nichts ändern, was wir ändern müssten, um sowohl in gute Arbeitsbedingungen investieren zu können, als auch dafür zu sorgen, dass die Strukturen mit dem demografischen Wandel mitgehen können. Und dann ist es wiederum ein Paradoxon, sich hier zum Beispiel gegen das Krankenhaustransparenzgesetz zu stellen, was ja nicht mehr Bürokratie, so war hier die Verklausulisierung beschaffen soll, sondern es geht größtenteils um Daten, die schon längst da sind, die man einfach öffentlich machen müsste. Und vor diesem Öffentlichmachen haben Sie Angst. Vor diesem Öffentlichmachen haben die Länder teilweise Angst. Und ich glaube nicht mal, dass die begründet sein muss, wenn wir es schaffen, uns an einen Tisch zu setzen und über eine Reform zu reden, wo die Planungshoheit, die wir den Ländern natürlich weiterhin zugestehen, die sie sich natürlich auch erhoffen, wo sie die aber auch mit Leben füllen und wo sie sie mit Verantwortung füllen. Das ist es, was unser Gesundheitssystem gerade braucht. Und gleichzeitig muss man trotzdem noch mal den Schritt zurückgehen, in welcher Situation wir insgesamt sind. Und es ist nicht die Inflation, die sich diese Regierung ausgedacht hat, sondern es ist eine Inflation, die wir nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Staaten gerade sehen, in Deutschland sogar noch relativ gut kompensieren können, was einfach der momentanen Weltsituation und einem Angriffskrieg einer Person geschuldet ist, wo, glaube ich, auch eine bestimmte Fraktion die besten Kontakte hat. Also wenn Sie die nutzen, um diesen Krieg möglichst schnell zu beenden, dann wäre das gut. Aber wir können nicht das, was uns jetzt an Aufgaben vorgelegt wird, nur der derzeitigen Situation anlasten. Und das muss man natürlich auch im Hinterkopf halten, wenn man sich den derzeitigen Haushalt anguckt. Und auch ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mir wünschen würde, dass wir für bestimmte Dinge, die wichtig sind, noch ein bisschen Geld finden. Auch ich glaube, dass wir lieber jetzt investieren müssen und dass viel Geld, was man zum Beispiel nicht in Prävention steckt, was man nicht jetzt in die Verbesserung von Strukturen steckt, dass wir das vielfach zurückzahlen müssen, wenn wir diese Investitionen unterlassen und dass wir damit den folgenden Generationen eigentlich noch mehr aufbürden. Und ich könnte jetzt noch viele Bereiche nennen, meine Zeit ist leider schon bald fortgeschritten, aber ich finde es sehr mutig von unserem Minister, dass er trotzdem für so viele wichtige Dinge, zum Beispiel für die Long- und Post-Covid-Forschung, Geld findet, was er ja nicht vorenthält, weil er das nicht geben möchte, sondern was unglaublich schwierig ist, gerade mit einem Haushaltsansatz, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, wenn wir von den 16 Milliarden hören und davon ausgehen müssen, dass 14,5 alleine im Gesundheitsfonds einfach weitergereicht werden, wie wenig Spielraum dann eigentlich dafür ist, sowas zu finden und wie viel es braucht, um das trotzdem zu tun. Deswegen, das möchte ich Ihnen zusichern, das möchten wir Ihnen als Ampel zusichern. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die wichtigen Dinge werden wir uns bemühen, Geld zu finden. Wir werden uns bemühen, ein Gesundheitssystem aufzustellen, was zum Ende zukunftsfähig ist und unserer Verantwortung gerecht. Bitte, liebe demokratische Opposition, werden Sie das auch. Vielen Dank. Entschuldigung. Das Wort hat der Kollege Dr. Helge Braun für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir sehr lange über diesen Haushalt gesprochen, der eine mehr, der andere weniger. Und ich will zunächst mal sagen, dieser Haushalt sinkt deutlich ab. Und über einen Bereich sind wir alle sehr froh, nämlich die Ausgaben, die der konkreten Bekämpfung der Corona-Pandemie geschuldet waren, die jetzt nicht mehr notwendig sind. Aber so mancher erweckt hier den Eindruck, damit wäre es mit den Kürzungen auch schon gut. Die Wahrheit ist aber leider, dass die Kürzungen hier sehr tief in Bereiche gehen, die von allergrößter Bedeutung für die Zukunft des Gesundheitswesens sind. Und ich will beginnen, Frau Lüttke hat das ja auch thematisiert, dass der 1 Milliarde Zuschuss, den wir jedes Jahr durch Gesetz in die Pflegeversicherung geben, in den nächsten Jahren nicht gewährt wird. Und es ist sonnenklar, dass die Pflegeversicherung, deren Beiträge gerade steigen, wodurch das Netto vom Brutto weniger wird für die Menschen in Deutschland, dass die Kompensation darin besteht, dass die Pflegekassen in den nächsten Jahren dann nicht in den Pflegevorsorgefonds einzahlen müssen. Was heißt die Problematik der Pflegeversicherung, wenn die geburtenstarken Jahrgänge vermehrt pflegebedürftig werden, steigt? Das heißt, die Ampel nimmt sich hier 1 Milliarde für die Ausgaben jetzt und vergrößert damit das strukturelle Problem der Pflegeversicherung in der Zukunft.
Und deshalb, Frau Lübcke, finde ich den Gedanken, dass wir das anders machen sollten, richtig. Aber wenn die Bundesregierung einen Haushalt vorlegt, der bis auf den allerletzten Cent die Schuldenbremse ausnutzt, dann wird es uns im Haushaltsausschuss verdammt schwer fallen, 1 Milliarde zu finden, um das zu kompensieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die FDP dafür einen Vorschlag macht. Wir haben sehr viel über das Thema Prävention gesprochen. Ganz jenseits der Ausgaben, die auch für Corona in der Prävention notwendig waren, wird aber auch im Bereich der Suchtprävention in diesem Haushalt gekürzt. Und ich hätte mir gewünscht, wenn die Ampel schon, ich will jetzt nicht darüber streiten, ob die Cannabis-Legalisierung richtig oder falsch ist, Sie wissen, dass ich sie für falsch halte, aber wenn man so ein Projekt schon macht und man spürt, dass der Bundesgesundheitsminister selber, was die gesundheitlichen Folgen angeht, Sorgen hat, dann würde ich mir wenigstens erwarten, dass der Präventionsbereich in diesem Bereich eine echte Priorität in diesem Haushalt wird und stattdessen wird bei der Suchtprävention noch gekürzt. Das müssen wir dringend im Haushaltsverfahren uns angucken. Ein zweiter Bereich steht noch nicht drin. Wir hatten hier eine intensive Diskussion über das Thema Suizidbeihilfe in der Folge des Urteils des Verfassungsgerichts. Da hat der ganze Bundestag beschlossen, da müssen wir mehr machen. Gut, die Debatte kam danach. Das Thema war aber und das Urteil war schon vorher da. Hier hätte das die Bundesregierung schon handeln können, hat sie aber auch noch nicht gemacht. Das heißt, hier ist die zweite große Präventionsaufgabe, die wir noch zu lösen haben in den Haushaltsberatungen. Das Thema Forschung. Forschung für die Gesundheit ist die Chance darauf, dass alle in Zukunft Teilhabe haben an dem medizinischen Fortschritt. Ganz wichtig auch für die Regierung die Digitalisierung. Wenn man in den Forschungsetat reinguckt, wo sind die entscheidenden Kürzungen im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitswesens, wie das mit dieser Zukunftsaufgabe, die uns allen nicht schnell genug geht, übereinkommt, kann ich nicht verstehen. Das Zweite im Bereich der Forschung. Im Januar hat der Bundesgesundheitsminister die Ankündigung gemacht, dass diejenigen, die nicht das Glück hatten, durch die Corona-Pandemie ohne Folgen zu kommen, die unter Long-Covid leiden, 100 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Jetzt lese ich in den letzten Tagen in der Zeitung, es seien 40. Ich gucke in diesen Haushalt, es sind 3. Und 20 sozusagen vielleicht auf die Perspektive. Angesichts der Tatsache, dass die Menschen schon heute sozusagen in großer Zahl leiden, muss die Forschung natürlich schnell sein, denn die Leute, die große Zahl der Fälle, die haben wir jetzt, die haben wir nicht und hoffentlich nicht in einigen Jahren. Und insofern finde ich, so kann man mit diesen Menschen nicht umgehen. Die internationale Gesundheit, ich bin gerne und mit Stolz Mitglied des Unterausschusses Globale Gesundheit, ist ein Thema, wo die Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren international sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Wir haben mit dem World Health Summit eine der zentralen weltweiten Kongresse zu diesem Thema hier bei uns in Berlin. Und ich habe mich vor 2 Jahren gefreut, als die Koalition sich entschieden hat, da mehr Geld reinzugeben. Obwohl wir einen Grundsatzbeschluss im Haushalt haben, dass die Bundesregierung unsere Haushaltsentscheidungen in den Folgejahren nachvollziehen soll, hat die Bundesregierung im Folgejahr das nicht mehr in den Haushalt geschrieben. Und Frau Lüttke, es ist manchmal nicht so leicht, Geld zu finden, hat das dann auch nicht mehr korrigiert. Im letzten Jahr haben wir korrigiert, dass die Bundesregierung die weltweite AIDS-Bekämpfung nicht mehr finanzieren wollte. Auch da hat die Koalition etwas getan, was ausdrücklich wichtig war. Jetzt legt man uns wieder einen Haushalt vor, wo die weltweite AIDS-Bekämpfung mit genau 0 Euro adressiert ist. Und deshalb, lieber Carsten Klein, die Reduzierung der Mittel für die internationalen Gesundheit fußt nicht darauf, dass da wegen Corona nichts mehr zu tun ist, sondern fußt darauf, dass wir da keinerlei Priorität mehr setzen. Einst hatten wir gedacht, dass der WHO-Hub hier in Berlin sozusagen das Flaggschiff unserer Aktivitäten im Bereich der internationalen Gesundheit ist. Jetzt ist es das Feigenblättchen, weil es außer den WHO-Pflichtbeiträgen das Einzige ist, was wir eigentlich noch wirklich in diesem Bereich finanzieren. Und insofern sage ich deutlich, die Krankenhäuser, wir haben jetzt viel über die Reform gesprochen worden. Die Krankenhäuser werden aber schon in einer kalten Strukturbereinigung an vielen Stellen jetzt in die Insolvenz gehen, wenn wir nicht über die Zwischenfinanzierung, bis irgendwann mal eine Krankenhausreform funktioniert, über die Finanzierung reden. Auch hier sehe ich in diesem Haushalt noch nichts. Insofern, die Menschen im Gesundheitswesen haben gute Rahmenbedingungen verdient, die Patienten auch. Da ist noch viel zu tun. Ich freue mich auf die vermutlich schwierigen Haushaltsberatungen. Vielen Dank.
Zu diesem Einzelplan liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Und mithin kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5 sowie Zusatzpunkt 1. Hier handelt es sich um